Hey, guten Morgen, Hannah. Aufstehen angesagt. Oh, Mama, warum soll ich denn aufstehen? Es ist Samstag. Lass mich in Ruhe. Hannah, es wäre schön, wenn heute Samstag wäre, aber heute ist erst Freitag, also musst du nochmal zur Schule. Oh, erst Freitag? Ich muss zur Schule? Wie schrecklich. Ich bin so müde. Naja, ich bin dann mal unten und bereite das Frühstück vor. Und Hannah, du musst aufstehen. Gib dir einen Ruck, das wird schon. Oh, ich glaube, ich war noch nie so müde wie heute. Oh, na gut, einfach ins Badezimmer gehen kurz und dann los zur Schule. Oh Mann, war das Hannah oder noch ein Zombie? Die sah ja richtig müde aus. Also leicht fand ich ja die Aufgabe für Chemie nicht. Ich habe die ganze Zeit daran gesessen. Keine Ahnung, ob ich das richtig gemacht habe. Also ich habe da jetzt irgendwie gar nichts, weil ich habe es versucht, aber ich habe nur Bahnhof verstanden. Chemie ist einfach nicht mein Fach. Hey Leute, guten Morgen. Hannah, wir reden gerade über die Hausaufgaben in Chemie. Hast du die zufällig gemacht? Hausaufgaben, Chemie, erinnere mich bloß nicht daran. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe da nichts. Das geht echt gar nicht. Ich meine, der gibt uns ständig Aufgaben, die keiner von uns lösen kann. Aber ich kann es mir echt nicht erlauben, nochmal Ärger zu bekommen. Ich werde mal Tessa fragen, auch wenn ich es nicht will. Hey Tessa, sag mal, hast du die Aufgabe in Chemie hingekriegt? Was ist das denn für eine Frage? Natürlich habe ich das gemacht. Und jetzt denk ja nicht, du könntest von mir abschreiben. Pia, mach dir nichts draus. Das ist einfach Tessa, das hätte ich dir vorher sagen können. Naja, ich hab jetzt gerade gesagt, dass ich alles hab, aber es war schon ganz schön schwer. Naja, aber das haben die wahrscheinlich nicht bemerkt, dass ich auch meine Schwierigkeiten hatte. Das gibt richtig Ärger. Ach, meinst du, Pia? Also, ich dachte, wenn wir es alle nicht haben, ist es vielleicht nicht so schlimm. Morgens früh direkt Chemie, das ist überhaupt nichts für mich. Ja, dann guten Morgen, Kinder. Es geht direkt los. Wer möchte die Hausaufgaben vorstellen? Naja, das sind ja wirklich viele Freiwillige. Dann hier vorne, Hannah Vogel, bitte. Herr Versuch, also es tut mir leid, aber ich konnte das nicht. Ich hab da nichts. Na dann der Nächste bitte hier, dein Sitznachbar. Wie war nochmal der Name? Herr Versuch, ich heiße Philipp und ich habe die Hausaufgaben leider nicht. Tut mir leid. Also ich könnte dazu was beitragen. Hier hinten bitte. Nein, dann eben nicht. Also dann die Dame in der letzten Reihe da hinten. Von dir hätte ich gerne die Hausaufgaben. Herr Versuch, ich sag's dir nur ungern, aber wir konnten die Aufgabe wahrscheinlich alle nicht lösen. Unlösbar, das Ganze. Unlösbar? Ne, das glaube ich natürlich nicht. Das war Stoff der 6. Klasse. Das müsstet ihr können. Also langsam hängt mir das ziemlich aus dem Hals raus. Ihr macht die Hausaufgaben nicht und die Leute, die ich gerade aufgerufen habe und die nicht haben, die kommen morgen zum Nachsitzen. Oh Mann, ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Aber einfach mal so ein bisschen an die Wand starren und man wird schon nicht aufgerufen. Cool. Na gut, habt ihr das verstanden, Hannah, Philipp und Pia? Morgen treffen wir uns dann hier vorne direkt an der Tür und dann gibt's eine Extraaufgabe von mir. Aber Herr Versuch, also morgen ist doch Samstag und außerdem, wir konnten das alle nicht, das ist unfair. Naja, unfair gibt es nicht, ihr werdet morgen hier auf der Matte stehen, ansonsten gibt's richtig Ärger. Boah, wie jetzt, am Samstag sollen wir jetzt in die Schule das kommen, das ist doch ja nicht. Richtig fies. Das muss total sowas gemein. Dann machen, echt. Also ich finde, sowas sollte verboten werden, darf der uns überhaupt hier am Samstag hinbestellen? Tja, vielleicht solltet ihr euer Taschengeld mal in einen richtigen Nachhilfelehrer engagieren. Dann wird das bestimmt was mit den Hausaufgaben. Oh, Tessa, lass es doch einfach. Mann, du hättest uns wenigstens die Hausaufgaben erklären können. Ja, warum hast du uns nicht geholfen? Oh Mann, also irgendwie habe ich ja schon ein schlechtes Gewissen. Ich meine, all meine Freunde müssen jetzt zum Nachsitzen und ich hatte einfach nur Glück, dass ich nicht aufgerufen wurde. Ach, Becky, also da mach dir mal keine Gedanken. Wir sind ja nicht sauer auf dich. Wir sind einfach nur total sauer auf Herrn Versuch. Oh, da bin ich ja wirklich beruhigt. Ich meine, ihr seid wirklich nicht sauer auf mich. Ich meine, da hätte ich euch irgendwie helfen können. Dann hättet ihr auch gerne bei mir abschreiben können. Wollen wir dann vielleicht mal los, Hannah? Also wenn wir jetzt hier bleiben die ganze Zeit, dann regen wir uns ja nur umsonst auf. Ja, du hast recht, Philipp. Mann, los, lass uns nach Hause gehen. Ich finde das so gemein von Herrn Versuch. Und naja, Becky, wir sehen uns dann am Montag. Und wir sehen uns morgen wieder. Oh, Mann. Hallo Mama, du glaubst nicht, was passiert ist. Wir sind so sauer. Was ist denn passiert, Kinder? War irgendwas in der Schule? Ist irgendwas vorgefallen? Ja, also Frau Vogel, Folgendes ist passiert. Also wir werden jetzt samstags gebeten, in die Schule zu kommen. Als Strafe, also ich finde, es sollte eine Strafe für die Lehrer geben, die sowas fordern, oder finden Sie nicht? Naja, also eine Strafe für die Lehrer kann es da wahrscheinlich nicht geben. Und das jetzt alles nur, weil ihr die Hausaufgaben nicht hattet? Ja, ganz genau. Nur, weil wir die Chemiehausaufgaben nicht konnten. Und jetzt komm, Philipp, lass uns einfach ein bisschen den Nachmittag genießen. Schließlich müssen wir morgen da schon wieder hin in die Schule. Was? Ihr müsst morgen in die Schule? Oh Mann, wie Spaß. Ich hab Wochenende. Ach, war ja klar, dass Julian sich darüber wieder lustig macht. Jetzt komm, Philipp, bevor ich mich noch aufrege. Oh Mann, auf was für einer Schule seid ihr denn? Du musst morgen auch in die Schule, Philipp. Oh. Das ist mal wieder typisch Julian. Der lacht sich total kaputt. Und wir müssen am Samstag in die Schule.
Also bevor Herr Chillig samstags in die Schule kommt, das wird ja niemals passieren. Oh, und wir als Schüler erst recht nicht. Ach, morgen. Hey, morgen. Oh, oh Mann, heute fiel es mir besonders schwer aufzustehen. Ja, ich wäre lieber Samstag. Auch nicht hier. Und, habt ihr Herrn Versuch schon irgendwo gesehen? Oder war das nur ein Scherz von ihm und hat uns umsonst hierhin bestellt? Ach, da seid ihr ja schon, die Schüler. Guten Morgen. Na gut, dann kommt mal alle mit. Wir haben heute ein wichtiges Experiment vor. Also gut, Kinder, willkommen in meinem Chemielabor. Wir werden heute hier einen ganz besonderen Trank zusammenmischen. Hm, seht euch das mal an, Leute. Ich war hier noch nie. Nee, ich auch nicht. Den Raum kannte ich auch nicht. Tja, das hat auch seinen Zweck hier. Das ist nämlich hier mein Geheimlabor für meine geheime Mission mit euch. So, Kinder, jeder von euch nimmt sich hier gleich eine Schüssel und dann gebe ich euch Anweisungen, was ihr da reinmischt. Kommt euch das nicht auch ein bisschen komisch vor? Also mir schon. Ich dachte, wir müssen hier irgendwie einen Aufgabenzettel oder so erledigen. Okay, Kinder, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir sollten jetzt wirklich loslegen. Und dann bin ich auch wirklich schon bald der Schulleiter. Und jetzt schön aufpassen. Als erstes gebt ihr 10 Tropfen hiervon in eure Schüssel. Okay. Ach ja, und ich habe auch noch was ganz Wichtiges vergessen. Moment, ich bin gleich wieder zurück. Leute, habt ihr das etwa gerade mitgekriegt? Ich meine, irgendwas fehlt ihr doch im Schilde. Wir sollen hier irgendeinen Zaubertrank oder so zusammenmischen. Und er ist gerade aus der Tür raus. Ganz ehrlich, ich möchte damit nichts zu tun haben. Wir sollten verschwinden oder so. Oder wie siehst du das, Pia? Ja, auf jeden Fall. Wir sollten unsere Beine in die Hand nehmen und abhauen. Hanna! Worauf wartest du? Willst du jetzt wirklich diesen Zaubertrank da machen? Lass uns verschwinden. Ja. Also Leute, ich mach das jetzt hier einfach. Ich meine, wir mussten am Samstag zum Nachsitzen kommen. Wenn wir jetzt abhauen, dann gibt's bestimmt noch eine viel größere Strafe. Hanna, beeil dich. Wir haben doch keine Zeit zu verlieren. Los, schnell. Haltet ihr es wirklich für eine gute Idee, jetzt hier abzuhauen? Bleibt doch hier, Mann. Oh Hanna. Nein, zu spät. Wir haben zu lange diskutiert. Da hinten kommt er schon wieder. Am besten tun wir jetzt einfach so, als wären wir die ganze Zeit hier mit unserem Versuch beschäftigt gewesen wären. Okay. Glaub mir, Leute, das ist wirklich besser. Sonst wäre er bestimmt total sauer geworden und wir wären womöglich noch von der Schule geflogen oder so. Na gut, Kinder, ihr stellt euch gar nicht mal so schlecht an. Den ersten Teil habt ihr jetzt schon geschafft. Jetzt geht's mit dem zweiten weiter. So, jetzt wird sich jeder so einen Zauberdiamanten hier in seine Schüssel legen. Zauberdiamanten? Also, mir kommt das schon auch sehr komisch vor. Und ich habe das auch eben gehört, was er gesagt hat. Aber, naja, wäre abhauen dann gut gewesen? Also dieser Trank, der wird hier einige Veränderungen hier in der Schule mit sich bringen und dann bin ich bald der Schulleiter. Habt ihr das gehört? Er hat das gerade schon wieder gesagt. Ich meine, er will unbedingt Schulleiter werden, aber was ist dann eigentlich mit Herrn Grob? Keine Ahnung, aber ich hab's eben schon gesagt, ich möchte mit dieser Sache eigentlich nichts zu tun haben. Ich glaube, wir sollten Herrn Grob lieber warnen. Ich meine, dieser Herr Versuch, der führt echt was im Schilde. Ja, du hast recht. Vielleicht sollten wir gleich direkt nach dem Nachsitzen zu Herrn Grob gehen und ihn vorwarnen. So, jetzt wird das Ganze hier noch gut erhitzt und dann kommt das Ganze hier in die Reagenzgläser rein. Und dann ist mein Entscheidungstrank fertig und dann wird Herr Grob den trinken und sich dann dazu entschließen, in Rente zu gehen und dann werde ich Schulleiter. Moment mal, ich schaue noch mal eben nach, ob jetzt alle Schritte durchgeführt worden sind. Ja, vor allem die Schüler, das war das Wichtigste, dass die den Versuch machen. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Er will Schulleiter werden und das mit Hilfe eines Zaubertranks. Genau, er will Herrn Grob verzaubern. Wir müssen das unbedingt verhindern. Ich meine, Herr Grob ist zwar grob und manchmal auch ein bisschen mürrisch, aber ich mag ihn ganz gerne. Also, Sie können das echt nicht machen. Ich meine, Herr Grob ist ein klasse Schulleiter. Wir hatten nie ein Problem mit ihm. Also, wir sind nicht dafür, dass Sie jetzt Schulleiter werden. Ja, ganz genau. Ich bin Pias Meinung. Das können Sie nicht machen. Tja, dafür ist es jetzt wohl etwas zu spät. Der Trank ist soeben fertig geworden. Und jetzt werde ich Herrn Grob mal einen großen Schluck davon anbieten. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Vielleicht können wir Herrn Grob anrufen oder so. Aber ich habe überhaupt nicht seine Telefonnummer und er wird wohl heute nicht im Büro sein. Herr Versuch, ist damit das Nachsitzen jetzt beendet? Können wir bitte nach Hause? Nein, das Risiko ist mir viel zu hoch. Deshalb werdet ihr länger drin bleiben. Nachher verpestet ihr mich noch. Na, dann wünsche ich euch viel Spaß und jetzt kann mein Plan endlich beginnen. Hey! Herr Versuch, lass uns jetzt hier raus! Was soll das? Herr Versuch, Hilfe! Hallo, lass uns jetzt hier raus! Was machen wir jetzt? Wir sind jetzt hier eingesperrt im Chemieraum. Wie kommen wir hier wieder raus? Bestimmt für die ganzen nächsten Stunden sind wir hier. Obwohl, Moment mal gerade, vielleicht ist das wieder ein Entkommen. Das habe ich schon ganz oft mit Julian und Emma gemacht. Ich muss nur irgendwo ein Portal suchen und dann können wir hier entkommen. Hm, hier vielleicht? Nein, es passiert nichts. Hanna, das ist hier kein Entkommen, das ist die Realität. Wir sind eingesperrt von unserem Chemielehrer. Oh Mann, Leute, wir müssen hier irgendwie rauskommen, aber ich meine, dieses Gitter, da kommen wir niemals durch. Durchs Fenster können wir auch nicht klettern. Was machen wir denn jetzt? Wie wär's, wenn wir einfach jemanden anrufen? Wir haben doch unsere Handys dabei, oder nicht? Ja, das ist echt eine gute Idee. Zum Glück hat uns Herr Versuch die Handys nicht abgenommen. Ach, toll. Kein Empfang.
Na toll, ich habe auch keinen Empfang. Wartet, Leute, mein Handy ist die letzte Rettung. Vielleicht habe ich ja Empfang und dann können wir die Polizei rufen. Oh nein, das gibt's doch nicht. Ich habe auch keinen Empfang. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann. Niemand wird uns hier finden. Wir müssen ja bis Montag versauern. Oh Pia, oder vielleicht haben wir Glück und meine Mutter findet uns wieder, wie letztes Mal. Hanna, aber dieser Raum, der ist geheim irgendwie. Niemand kennt diesen Raum. Wir haben den noch nie gesehen. Wir werden hier nicht gefunden. Na, ich bin ganz ehrlich, wir können uns darauf einstellen, hier zu übernachten. Philipp, so schnell geben wir doch nicht auf. Irgendwie müssen wir doch hier rauskommen. Philipp hat wirklich recht. Ich meine, wir werden hier nie rauskommen. Das Gitter ist davor, wir haben hier keinen Empfang. Und wer soll uns hier finden? Niemand. Vielleicht schaffen wir es, hier drüber zu klettern. Aua, nein, das funktioniert nicht. Pia, Philipp, Mann, was macht ihr denn? Ihr wollt doch nicht wirklich aufgeben. Irgendeine Lösung muss es doch geben. Hanna, spar dir am besten deine Kräfte auf. Ich meine, wir warten jetzt einfach hier, bis Montag ist. Ich werde die Zeit einfach verschlafen. Vielleicht habe ich ja doch... Nee, ich habe immer noch keinen Empfang. Ach, Mann. Ich will die Zeit nicht einfach verschlafen, aber... Ach, Mann. Na gut, dann werde ich mich auch ein bisschen hinlegen. So, guten Morgen, Kinder. Wer stellt denn die Hausaufgaben heute vor? Jetzt sollen wir auch noch Hausaufgaben vorstellen. Lassen Sie uns hier sofort raus, Herr Versuch. Eieiei, da hat ja jemand wirklich schlechte Laune. Wo soll ich dich denn rauslassen? Ich meine, die Tür steht offen, wenn du auf Toilette musst oder so. Also irgendwas stimmt mit Hanna nicht. Ich meine, die ist ja total am Durchdrehen. Herr Versuch, Sie werden kein Schulleiter. Ich werde Herrn Grupp vorwarnen. Oh Mann, was hat Hanna denn für Fantasien auf einmal? Hanna, bist du überhaupt richtig bei Verstand? Hanna, was machst du denn da? Komm doch mal runter. Sie werden Herrn Grupp nicht ersetzen. Was hat dein Grupp damit zu tun? Und ich werde der Polizei Bescheid sagen. Also das ist ja wirklich ein sehr seltsames Mädchen. Vielleicht hat sie einen Fiebertraum oder so. Also eigentlich würde ich jetzt gerne mit den Hausaufgaben starten. Möchte sich jemand freiwillig melden? Oh, Hausaufgaben, mein Stichwort. Ich gucke am besten hier einfach irgendwie an die Wand und tu so, als wenn ich nicht da wäre. Philipp, jetzt tu doch nicht so. Du warst doch selber mit dabei. Hanna, warte mal. Hast du Fieber vielleicht? Ich glaube, Hanna geht es nicht so gut. Können wir vielleicht kurz ins Sekretariat oder so? Also von mir aus gerne. Ist vielleicht besser. Sie stört hier gerade wirklich den Unterricht. Hanna, was ist denn los? Beruhig dich doch mal. Mann, Philipp, du warst selber mit dabei. Er will die Schulleiterschaft übernehmen und er will Herrn Grupp in Rente schicken. Das kann er doch nicht machen, dieser Herr Versuch. Oh, Kinder, was ist denn hier los? Alles in Ordnung bei euch? Also ich glaube, meiner Freundin Hanna geht es nicht so gut heute. Mir geht's sehr gut. Also ich finde ja, Hanna sieht auch wirklich ein bisschen rot aus an den Wangen. Vielleicht hat sie ja Fieber. Hanna, du bist eben auch eingeschlafen kurz und du hast doch gesagt, dass du so müde bist. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Hanna, wollen wir vielleicht lieber deine Eltern anrufen? Die könnten dich abholen und dich zum Arzt bringen. Frau Lieb, das ist ja wirklich nett von Ihnen, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss Herrn Grupp vorwarnen. Wissen Sie, wo Herr Grupp ist? Bitte was, Herrn Grupp vorwarnen? Warum denn das? Also langsam mache ich mir wirklich ein bisschen Sorgen um Hanna. Sie erzählt wirklich wirres Zeug. Wahrscheinlich war Herr Versuch längst bei ihm. Bitte was? Was ist denn jetzt genau mit Herrn Versuch? Ich verstehe es nicht. Ach, und da ist doch Herrn Grupp. Ich meine, nach dem hast du doch gerade verlangt, oder? Ja, schönen guten Morgen. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, aber alles gut. Ich habe ein bisschen verschlafen. Also unsere Schülerin Hanna hier, die macht sich ein bisschen Sorgen um Sie, Herr Grupp. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, aber natürlich, alles in Ordnung. Und jetzt startet ein schöner neuer Tag als Schulleiter hier am Gymnasium. Oh Mann, das gibt es doch nicht. Habe ich das wirklich alles geträumt? Mir kam das irgendwie so echt vor. Hattet ihr auch schon mal so einen verrückten Traum? Hey Mama, ich will heute gar nicht frühstücken. Ich muss direkt zur Schule. Ich bin schon spät dran. Frühstücken ist ein gutes Stichwort. Ist ja nicht so, dass ich das vergessen hätte oder so. Aber ich habe dir ein Pausenbrot gemacht. Also du gehst auf jeden Fall nicht leer aus. Ah, also eigentlich freue ich mich heute auch auf die Schule. Langsam kehrt wieder Normalität ein. Hanna, das freut mich total zu hören. Aber sollte es nicht normalerweise in der Schule eh so sein, dass der Alltag normal ist und nicht immer irgendwelche verrückten Lehrerinnen daherkommen? Sollte man denken, Mama, aber wir sind nun mal auf der Grundschule in Playmobil City und da ist immer was los und ich muss jetzt auch ganz schnell los. Bis später. Oh Gott, ich glaube, ich bin zu spät. Die sitzen ja schon alle. Aber wo ist denn, wollte Frau Zahl nicht heute anfangen? Hey, guten Morgen, Hanna. Ja, es ist noch keiner da. Wir wissen auch nicht, wieso. Oh Mann, das ist aber komisch. Oh, bitte, bitte keine böse Überraschung. Bitte ein ganz normaler Tag. Guten Morgen, Kinder. Einmal bitte hinsetzen. Ich habe mal wieder eine wichtige Mitteilung für euch. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Kann es hier nicht einmal normal zugehen? Kinder, also es geht nochmal um den Matheunterricht. Es ist so, also Frau Zahl wird anfangen, definitiv, aber sie kann heute noch nicht. Deswegen, ja. Wird heute Mr. Hansen unser Mathelehrer. Cool, ich freue mich. Pia, also
Bitte, langsam nervt es wirklich. Ich weiß, ich komme mit ganz, ganz vielen wichtigen Mitteilungen, das passiert auch ganz oft, aber du mit deinem Mr. Handsome, der kann doch gar kein Mathe. Nein, Hannah, können wir mal kurz quatschen? Oh, die Oberstreberin wird wieder gerufen. Nee. Was ist denn, Herr Chillig? Habe ich irgendwas gemacht? Die Oberstreberin kriegt Ärger. Herr Chillig, geht's um die Hausaufgaben oder warum wollen Sie denn mit mir sprechen? Du, Hannah, also ich wollte Folgendes besprechen. Ich werde heute die Vertretungsstunde übernehmen, aber ich habe jetzt noch ein bisschen was im Büro zu tun. Also du hast es ja angeboten beim letzten Mal, dass du Lehrerin wirst. Wie wär's, wenn du das für ein paar Minuten übernimmst, hä? Huh? Oh, klasse. Lieben gern mache ich das. Alles klar, Herr Chillig, jetzt bin ich die Lehrerin. Puh, das okay, wird super. Okay, klasse. Ja, daran glaube ich auch. Ich bin dann so in 20 Minuten wieder da. Kinder, ist das alles geklärt? Also die Hannah, die übernimmt jetzt den Unterricht und ich bin dann gleich da, wenn ich meine Sachen erledigt habe. Ihr schafft das schon, hoffentlich. Was? Hannah wird jetzt echt Lehrerin? Das ist ja mega cool. Zum Glück ist sie meine beste Freundin. Da kann ich mir vielleicht was rausnehmen oder so. Oh, ey, Chillig, das können sie uns doch nicht antun. Die Oberstreberin als Lehrerin, dann wird sie ja die Oberlehrerin. Oh, ich sag's euch, das wird richtig schlimm. Ich warne euch. Ach, papalapap, das wird schon, Richie. Also, Hannah, du schaffst das, ne? Ja, klar. Puh, ob das wohl so gute Idee war? Ich weiß es nicht, aber ich muss meinen ganzen Berg an Aufgaben noch irgendwie bewältigen. Oh Gott. Also gut, jetzt muss ich mich in die Rolle einer Lehrerin einfinden. Wie ist denn eine Lehrerin? Guten Morgen, liebe Kinder. Herzlich willkommen im Matheunterricht. Ich bin eure neue Lehrerin Hannah Vogel. Und los geht's mit den Hausaufgaben. Oh, Hannah, willst du das jetzt wirklich durchziehen? Wir hätten doch einfach warten können und... Ach, Hannah, bitte. Hopp, 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 junger Mann, bei mir im Unterricht wird sich gemeldet. Oh, ja, gut, ja, hier, bitte, ich melde hier vorne. Ja, Hannah, du übertreibst einfach. Hopp, 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 also nein, ich bin die Frau Vogel für dich. Für dich immer noch Frau Vogel. Ich werde hier nicht Hannah genannt. Ich bin nicht deine Freundin, ich bin deine Lehrerin. Na, was habe ich euch gesagt? Das wird sowas von chaotisch und schlimm hier. Habe ich euch doch gesagt, die Oberlehrerin Hannah Vogel. Du Hannah, ich wollte eben ganz kurz zum Getränkeautomaten. Soll ich dir was mitbringen? Eine Limo oder so? Wie bitte? Im Unterricht zum Getränkeautomaten? Das geht gar nicht. Setz dich sofort wieder hin, Pia. Und ich warne dich, solltest du noch einmal so negativ auffallen, wird das im Klassenbuch vermerkt. Wirklich, Hannah? Das musst du jetzt so durchziehen? Du bist meine Freundin und jetzt musst Setz du nicht so auf aufspielen. Deinen Platz. Ja, ist ja gut. So, und jetzt werden die Hausaufgaben überprüft. Alle sofort die Hefte raus. Frau Vogel, also ich habe die Hausaufgaben nicht, aber das war mit dem Herrn Chillig abgeklärt. Also ich weiß von nichts. Die Hausaufgaben nicht machen, das geht gar nicht. Jetzt komm mit nach vorne, Dave. Wir führen ein Vier-Augen-Gespräch. Dave, würdest du mir bitte erklären, warum du deine Hausaufgaben Hannah, nicht gemacht dein Ernst, hast? Das weißt du doch. Wir waren gestern mit der Familie unterwegs, zu diesem einen Termin, das hatte ich dir doch erzählt. Wegen der Schule war das. Und das wusste Herr Chillig auch und deswegen konnte ich die Hausaufgaben nicht machen. Also ich weiß von nichts. Lügengeschichten werden dich hier nicht Hannah, weiterbringen. Bitte. Außerdem, Hannah, nein, ja, Frau Vogel. Ich bin deine Lehrerin und nicht deine Freundin und in der Freizeit weiß ich nicht, was du da machst. Hannah, ganz ehrlich, du übertreibst deine Rolle. Jetzt zurück auf deinen Platz. Oh Gott, ja, ist ja gut, dass ich drauf höre. Unfassbar. Oh, Hannah, jetzt komm doch mal endlich ein bisschen runter. Du übertreibst total. Du spielst nur die Lehrerin, du bist keine. So, das war's. Das gibt einen Klassenbucheintrag. Also, du bist zu weit gegangen. Vorhin schon und jetzt schon wieder. Ich glaube, ich sollte auch mal mit deinen Eltern reden. Du darfst gar nicht ins Klassenbuch schreiben. Du bist überhaupt keine richtige Lehrerin, Mann. Das geht nicht. Hä? Und ob ich das kann? Hannah, hörst du wohl auf damit? Nein, da wollte gar keiner auf mich hören. Ich habe euch gesagt, die Oberstreberin wird zu einer Oberlehrerin. Und guckt euch das mal an. Jetzt holt sie sogar das Klassenbuch raus. Das darf sie gar nicht. Und ob ich das darf? Ich bin eure Lehrerin, Frau Vogel. Oh, diese Jugend von heute, die wird immer schlimmer. Oh, das geht gar nicht. Gar nicht. Hey. Lass das sein. Wir werden uns jetzt beschweren bei Herrn Chillig. Wer kommt mit? Das geht so nicht. Also, ich bin auf jeden Fall dabei. Also, ich bin bei allem dabei, wenn was gegen Lehrer geht oder gegen Hannah. Ach Leute, ich bin doch einfach nur gerade die Lehrerin, bis Herr Chillig wieder da ist. Gleich bin ich doch wieder normal. Stellt euch nicht so an. Aber Hannah, du willst Pia in das Klassenbuch eintragen, das geht nicht. Bist du verrückt geworden? Aber ich tue doch gerade nur so, ich bin doch einfach gerade nur eine Lehrerin. Und ich habe mich halt entschieden, eine Streckenlehrerin zu sein, damit mir die Schüler nicht auf der Nase rumtanzen. Ist das so schlimm? Aha, alles klar. Ich glaube, das war eine ziemlich gute Idee mit Hannah als Lehrerin. Es ist relativ ruhig, endlich mal Normalität hier bei uns in der Grundschule. Herr Chillig! Herr Chillig! Hey, wo bleiben Sie? Also Kinder, bleibt ruhig! Herr Chillig! Die Schüler sind außer Rand und Band, Herr Chillig! Herr Chillig! Es tut mir wirklich leid! Oh Gott, ich hätte es wissen müssen. Herr Chillig! Nein, das geht gar nicht gut. Eine Schülerin als Lehrerin, oh Gott, was habe ich da nur gemacht? Herr Chillig, Hannah, die wollte mir einen Klassenbucheintrag geben. Ich habe gar nichts gemacht, das darfst du doch überhaupt nicht! Oh Mann, ich will doch nur das Beste für euch. Und Pia, du bist echt negativ aufgefallen.
Okay, okay. Das war nur ein Experiment. Also, es war kein Experiment, aber anscheinend doch. Also, ich mach das nie wieder. Kinder, geht wieder ins Klassenzimmer. Ich komm gleich. Ich lass meine Aufgaben einfach hier liegen. Oh, aber Herr Chillich, ich wollte doch Lehrerin sein und die 20 Minuten sind noch nicht vorbei. Sie können doch gleich erst kommen. Also, ich wäre dafür, dass Herr Chillich jetzt sofort wieder in den Unterricht kommt. Bitte, bitte. Also, Hanna als Lehrerin, das geht gar nicht. Das geht wirklich überhaupt nicht. Ja, Kinder, ich hab's verstanden, es war mein Fehler. Hanna, du als strenge Lehrerin, ich weiß nicht, ob das so gut zu dir passt. Du sollst doch lieber die liebe Lehrerin sein, das passt eher zu dir. Herr Chillich, kann ich's da nochmal versuchen, vielleicht als liebe Lehrerin? Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Also, ich glaube, die strenge Lehrerin, das ist voll nach hinten losgegangen. Ich übernehme jetzt erstmal wieder den Unterricht. Ach, schade. Ja, Hanna, mach dir nichts raus, es war mein Fehler, eine Schülerin als Lehrerin. Also bitte, oh Mann. Irgendwie hat's Spaß gemacht als strenge Lehrerin, aber ich glaube, die haben recht. Später wäre ich eine liebe Lehrerin, wenn ich mal Lehrerin werde. So, Kinder, also wer möchte denn die Hausaufgaben vorstellen? Hier, Herr Chillich, darf ich? Ich hab die. Und Dave, der hat mir bei den Hausaufgaben geholfen. Das stimmt doch gar nicht. Doch, können wir doch einfach sagen, damit du auch eine gute mündliche Note bekommst. Okay, also Hanna, ich muss sagen, als Schülerin gefällst du mir viel besser. Ich gefall mir als Schülerin auch besser. Hey Julian, sag mal, fällt dir was auf? Was ist, Steve? Oh, ich bin gerade mit Gedanken ganz woanders. Ich muss irgendwie das mit den Hausaufgaben hinbekommen. Ja, also ich wollte eigentlich nur sagen, dass Ines heute besonders hübsch aussieht. Oh, Steve, dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Ich habe schon wieder meine Hausaufgaben vergessen. Dabei wollte ich sie wirklich machen. Hey Ines, na, alles klar? Such mich doch. Hey, wir sehen uns doch gleich im Klassenraum. Ja, ich wollte dich aber nur persönlich begrüßen und nicht wie die anderen in der Klasse. Also, guten Morgen. Hey, ja, guten Morgen, Steve. Bis nachher dann. Oh Mann, Steve ist manchmal so süß. Also Julian, was hältst du denn davon, wenn du dir die Hausaufgaben mal aufschreibst und dir dann so einen Zettel irgendwo hinklebst? Hey Julian, also ich hab Ines ja guten Morgen gesagt und sie hat auch guten Morgen gesagt. Ist das nicht cool? Oh Mia, sag mal, kannst du mir mal erzählen, warum du mir die ganze Zeit hinterherläufst? Was verfolgst du mich? Mario, wir sind beide aus dem Auto von Mama und Papa gestiegen. Wir müssen beide zur Schule und auf dieselbe. Wo soll ich denn sonst lang gehen? Boah, das ist mir sowas von egal. Halt nur Abstand. Okay. Also wenn dir das lieber ist, dann kann ich auch vor dir herlaufen. Na los, und nicht beeil hinter dich. Boah, Mia, geh mal ein bisschen schneller. Ich will nicht, dass Jana mich mit dir sehen. Ich sag, Julia, ich muss dir was sagen. Also die Ines, ne, das ist so ein nettes Mädchen und ich finde sie so süß. Aha, super interessant. Aber ehrlich gesagt, interessiert mich das gerade gar nicht. Hey Jungs, guck doch mal, was da vorne los ist. Aua, du musst mich doch nicht gleich schubsen. Jetzt ja, bin hast ich du davon. Gefallen. Du nervst. Weißt du was? Und ich finde Mia richtig toll. Wie wär's, wenn wir ihr jetzt mal helfen, ha? Huh? Du, Mario, also ich möchte mich zwar nicht mit dir anlegen, doch, möchte ich. Lass meine Freundin in Ruhe. Boah, ist das peinlich. Ich hoffe, meine Klassenkameraden sehen das nicht. Erstklässler, die mit mir streiten wollen. Ich bin weg. Ja, an deiner Stelle würde ich jetzt auch mal gehen. Komm nie wieder hier hin und auch nicht in der Pause. Danke, kannst dich schön auf Klo verstecken. Alles also gut bei dir, Mia? Ich verstehe das wirklich nicht. Ja, Julian, mein Bruder ist immer total fies. Ich weiß nicht, warum. Oh, was habe ich da denn gerade beobachtet? Das arme kleine Mädchen. Mia, ist alles in Ordnung bei dir? Geht's dir gut? Hast du dich verletzt? Alles gut, Frau Chillich. Wir haben ja alles unter Kontrolle. Julian ist ja da. Oh, Mia, komm doch mal auf meinen Arm, du Arme. Oh, was geht denn da jetzt? Oh, Frau Chillich, Sie können mich ruhig runterlassen. Ich brauch das nicht. Oh, hat das nicht ganz doll wehgetan? Das muss doch furchtbar wehgetan haben. Nein, so schlimm war das nicht. Sie können mich ruhig runterlassen. Genau, Frau Chillich, Sie können sie ruhig wieder runterlassen. Oh, na gut, Mia, wenn du meinst... Ach, du arme Kleine. Und falls irgendwas sein sollte, wenn es irgendwie Ärger gibt, dann meldet euch bei mir. Ich bin immer für euch da. Alles gut bei uns. Julian, das geht natürlich auch für dich. Wenn du irgendein Problem hast, dann komm zu mir. Ja, ist gut. Mein Problem ist, dass ich keine Hausaufgaben habe, aber das sage ich fortschrittlich am besten nicht. Du, Ines, weißt du was? Ich habe mich das ganze Wochenende gefreut, endlich wieder neben dir sitzen zu können. Ist das nicht toll? Oh Mann, Steve, der macht mir immer so viele Komplimente. Hallo, Kinder, aufgepasst. Ich bin da. Der Unterricht geht los. Oh, wir haben die erste Stunde bei Frau Diva. Oh, das habe ich ja total vercheckt. Oh, das wird ein Albtraum. Und ihr wollt ja immer Unterricht machen, deswegen werden wir heute ein richtig schönes Diktat schreiben. Und das Diktat heißt die schönste Frau der Schule. Oh nein, ich habe meinen Rucksack unten liegen lassen. Oh Mann. Frau Diva, ich habe meinen Rucksack unten liegen lassen. Kann das ich noch Diktat mal runter? Geht jetzt los. Hinsetzen. Oh. Alle Kinder hinsetzen. Ja, egal. Du kannst den Stift von mir nehmen, okay? Kein Problem. So, Kinder, jetzt geht's los. Aufgepasst. Jeder hat einen Zettel und einen Stift. Ich fange an zu diktieren. Erst die Überschrift. Die schönste Frau der Schule. Ich wiederhole. Die schönste Frau der Schule. Und weiter geht es wahrscheinlich mit ist Frau Diva, ist klar. Ich will ja nicht den Unterricht stören, aber ich habe unten einen Rucksack gefunden.
Frau Chillig, also das passt jetzt wirklich gerade gar nicht gut. Wir schreiben gerade ein Diktat, also das stört jetzt. Ich bin auch gleich wieder weg. Ich wollte nur die Schultasche eben abliefern. Ich glaube, die gehört mir. Habe ich das gerade richtig gehört? Ein Diktat? Ach, die armen Kinder. Diktate sind wirklich was Furchtbares. Ich konnte das noch nie leiden. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Das schaffst du. Auch du, Sarah. Und Steve, konzentrier dich einfach darauf. Ich glaube an dich. Du schaffst das. Und Mia, keine Sorge. Deine Tasche hast du jetzt wieder zurück. Jetzt kannst du dich auch auf das Diktat konzentrieren. Also, ihr seid ganz, ganz tolle Schüler. Denkt immer daran. Ich bin eure Klassenlehrerin und ich glaube an euch. Ach, Julia, jetzt mach doch nicht so ein Gesicht. Was? Lass dich nochmal drücken. Ja, das bringt gut, Glück. Okay. Sie müssen jetzt wirklich gehen, Frau Chillig. Ja, ich bin schon weg. Entschuldigung. Ach, diese armen kleinen Kinder. Aber warum denn heute? Irgendwie fühle ich mich heute besonders so, ich weiß nicht, als wenn es meine eigenen Kinder wären. Ich glaube, das sind Muttergefühle. Uiuiui. Max, kann ich kurz stören? Ja, ich bitte? Ich wollte dich was fragen. Aber was ist denn, mein Schatz? Was ist denn los? Erzähl mal. Wie geht's dem Baby heute, ha? Alles gut? Ja, Max, dem Baby geht's gut. Aber ich habe eine andere Frage. Sag mal, findest du die ganzen Schüler hier auch so nett und hast du die auch so lieb wie ich? Nein, also wenn dann nur freitags, weil ich weiß, dass am Wochenende ist und ich die dann 2 Tage nicht sehe. Aber sonst, oh nein. Okay, also das war's auch schon, Max. Also, ein bisschen seltsam ist das ja schon. Ich hab sie heute wirklich alle besonders gern. Und jetzt sind wir fast am Ende angekommen vom Diktat. Also, der letzte Satz. Die schönste Frau heißt Frau Diva. Oh, was für ein furchtbares Diktat. Ich hatte das Gefühl, jeder Satz war der gleiche. So, alle Diktate sind eingesammelt. Dann schaue ich mir die mal zu Hause an. Mal gucken, ob ihr das alle richtig gemacht habt. Naja, bis morgen dann. Ach, da ist ja endlich Frau Diva. Dann kann ich jetzt endlich zurück zu den Schülern. Hat Frau Chillig etwa vor der Tür schon gewartet? Na, die hat's ja heute eilig. Ach, na ihr Lieben, habt ihr es alle gut überstanden? Wie war denn das Diktat? Oh, und Julian, hast du es auch geschafft oder warst du total aufgeregt? Ja, ging so. Oh, also ich fand das Diktat richtig doof. Ich bin total genervt. Ich glaube, das war gar nicht gut. Ja, mir geht's auch so. Eigentlich reicht's mir jetzt für heute. Oh, das war echt anstrengend. Ach, herrje, ihr tut mir wirklich leid. Ich möchte nicht, dass ihr überfordert seid. Und deshalb machen wir heute ein bisschen was anderes, was richtig Schönes, nur für euch. Oh yes, perfekter Tag heute, gerade wo ich meine Hausaufgaben nicht habe, super. Komm Kinder, wir werden jetzt die ganzen Tische beiseite schaffen und dann einen Sitzkreis bilden und über unsere Gefühle reden. Oh, es ist wirklich total herrlich, wie ihr alle da gemeinsam so sitzt, wirklich süß. Also Kinder, ich weiß ja, das Diktat war nicht sonderlich gut, aber wenn noch jemand irgendwas anderes sagen möchte, dann bitte raus damit. Also wenn es um Gefühle geht, muss ich direkt an Ines denken, ja. Ach Steve, das war wirklich toll, dass du dich uns geöffnet hast. Also wenn sonst keiner was zu sagen hat, dann mache ich einfach mal weiter. Ich habe euch alle unfassbar lieb. Ihr seid die tollsten Schüler, die man sich vorstellen kann. Ey, kann mir mal bitte einer erzählen, was heute mit Frau Chillig los ist? Die ist ja wie meine Mama drauf. Aber ich sollte lieber ruhig sein. Ich meine, solange wir keine Mathe-Sachen machen, ist das für mich in Ordnung. Ja, der Schulleiter ist da. Ich wollte mal kurz den Unterricht stören. Nur ganz, ganz kurz. Ist gerade nicht Mathe hier angesagt, aber das sieht gar nicht danach aus. Ach, hallo Max. Ja, sei nicht so hart zu den Schülern. Ich meine, die brauchen eine kleine Pause und das machen wir jetzt mit diesem Sitzkreis. Eieiei, also heute gehen echte Gefühle mit Anna durch. Also so habe ich sie ja noch nie gesehen. Ich mache das zwar nicht gerne, aber so muss es sein. So, ich bin der Schulleiter und jetzt heißt es Mathe bitte. Oh, Herr Chillig, muss das denn sein? Oh toll, ich habe doch meine Hausaufgaben nicht gemacht und jetzt werde ich erwischt. Toller Tag. Na, das hat sich doch mal gelohnt, hier ein Cabrio zu kaufen. So schönes Wetter. Da lohnt sich ein Cabrio aber sowas von. Oh, ist das etwa Herr Grob, der hinter mir? Der hat ja wohl ein neues Auto. Schick, schick. Entschuldigung, ist Ihnen überhaupt gar nichts aufgefallen? Wissen Sie überhaupt, warum ich Sie anspreche? Also das weiß ich jetzt nicht. Ach so, wenn es um mein Cabrio geht, also das hat knapp 30.000 Euro gekostet. Können Sie sich bestimmt auch leisten. Nein, also ich halte Sie an, weil Sie gerade eine Ampel mitgenommen haben. Haben Sie das nicht gesehen? Das war nicht kirschgrün. Wie bitte? Ich bin Schulleiter dieser Schule hier. Ich würde doch wissen, wenn ich hier irgendwie eine Ampel überfahre, also wenn sie nicht grün wäre, also bitte. Ach herrje, er hat Schwierigkeiten mit der Polizei. Ach, ich versuche noch mal ein kleines Stück vorzufahren. Und stopp da vorne, hallo, ich bin doch hier hinter. Also das kann doch nicht sein, ich habe hier doch gerade erst noch geparkt und Sie fahren jetzt in mein nagelneues Auto. Also was ist denn mit Ihnen los? Ach Herr Grupp, es tut mir sowas von leid, Sie müssen mich doch nicht so anschauen. Frau Lieb. Oh, ich weiß auch nicht, ich habe Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt. Ach, herrje, jetzt auch noch ein Auffahrunfall. Wollen Sie hier Anzeige erstatten, solange ich noch hier bin? Leute, schaut euch das mal an. Die Sekretärin ist, glaube ich, dem Schulleiter irgendwie reingefahren. Oh Mann. Ach, herrje, Mini, was für ein Start in den Morgen. Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt. Das Auto muss jetzt erstmal ein Stück vorfahren. Der arme Herr Grob. Das wird auf jeden Fall einen Punkt geben und auch noch ein Bußgeld. Wollen Sie es direkt bezahlen?
Nein, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss in den Unterricht. Na gut, dann werde ich mir alles notieren. PM 155644. Oh, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Ich hatte so schöne und gute Laune heute Morgen. Und dann das hier. Mann, Mann, Mann. Bevor es jetzt in den Unterricht geht, vielleicht solltest du dein Kaugummi noch ausspucken. Ah ja, du hast recht. Sonst gibt's wieder Ärger vom Lehrer. Pff. Los, beeilt euch. Das muss ich in der ganzen Schule rumerzählen. Autounfall vor der Schule mit dem Schulleiter. Oh, ich hoffe, das hat keiner gesehen. Ich meine, ich bin ein Vorbild. Und dann die rote Ampel. Eieiei. Herr Grupp, nicht so schnell. Ich wollte mich noch entschuldigen bei Ihnen. Wirklich, es tut mir leid. Wissen Sie was, Frau Lieb? Ich kann Ihnen doch nicht böse sein. Schwamm drüber, ist in Ordnung. Aber ich komme auch für den Schaden auf. Was war denn überhaupt los mit der Polizei? Sie haben eine Ampel überfahren? Hm. Vielleicht sollten Sie einfach nochmal mit mir hochkommen und wir trinken gemeinsam einen Kaffee. Hm, so als Versöhnung. Ja, gerne. Oh, was ist das denn schon wieder? Oh, jetzt habe ich noch Kaugummi am Schuh. Also, das geht doch nicht. So viel Pech kann man am Morgen einfach nicht haben. Der arme Herr Grupp. Wirklich, heute ist definitiv nicht sein Tag. Kommen Sie, wir trinken Kaffee zusammen. Du Pia, meinst du, wir kriegen heute hitzefrei? Es soll ganz schön warm werden. Echt? Das wäre absolut cool, wenn wir wirklich frei kriegen würden. Mann, ich würde direkt ins Schwimmbad gehen. Hitzefrei. Hitzefrei? Ihr träumt doch. Also auf was für Ideen kommt ihr eigentlich? Wir haben noch nicht mal 30 Grad hier bei uns. Also bitte. Ach so, ja, Herr Grupp. Wussten wir doch nicht. Manchmal frage ich mich wirklich, ob das hier ein Gymnasium ist oder doch eine andere Schule. Also ich weiß es ja nicht. Also ich glaube, Herr Grupp hatte ganz schön schlechte Laune. Welche Laus ist dem denn über die Leber gelaufen? Hey Leute, morgen. Nett, dass ihr auf mich gewartet habt. Ihr sollt jetzt aber wirklich schleunigst in den Klassenraum hoch. Herr Grupp ist auch schon da, auf dem Weg. Hm, Herr Grupp, jetzt geht's Ihnen doch schon viel besser, oder? Eine heiße Tasse Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, sage ich immer. Na, da haben Sie sowas von recht. Ich meine, in dieser netten Gesellschaft, da schmeckt der Kaffee besonders gut. Oh, Leute, legt mal einen Zahn zu. Wir müssen auf jeden Fall vor Herrn Grupp im Klassenraum sein. Oh, puh, das hat gerade noch mal geklappt, aber auch nur, weil der noch Kaffee trinkt. Du, Hanna, hast du das gestern eigentlich noch mitbekommen? Ich meine, wir haben in Mathe noch Hausaufgaben aufbekommen, weißt du, ne? Was? Wie? Wann hat er das denn gesagt? Nach dem Klingeln? Das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe die Hausaufgaben nicht. Oh Mann, ich hätte niemals gedacht, dass dieser Tag irgendwann kommen wird. Ich habe die Hausaufgaben gemacht und Hanna nicht. Philipp, kann ich bitte die Hausaufgaben von dir abschreiben? Ich mache das auch ganz schnell, bevor Herr Grupp da ist. Ja, warte, wo ist er denn? Okay, er quatscht noch mit Frau Lieb. Okay, beeil dich. Okay, die erste Aufgabe habe ich schon. Jetzt bekomm noch die zweite und die dritte. Hanna, was wird das hier? Du schreibst doch nicht etwa die Hausaufgaben ab, hä? Hanna, er ist da. Hanna, merkst du das nicht? Oh, hey, hallo Herr Grupp. Ich habe meine Ergebnisse nur mit denen von Philipp verglichen. Also, ist nichts passiert. Denkst du etwa, ich lebe hinterm Mond oder wie? Also, wenn ich das hier sehe, die erste Aufgabe ist genau die gleiche. Und dann 2 und 3, hä? Wo sind die? Also, ich meine, hättest du jetzt zugegeben, dass du abschreibst? Nun gut, darüber hätten wir reden können. Aber jetzt noch nicht mal zugeben. Also, das ist ja die absolute Höhe. Oh Mann, jetzt habe ich Herrn Grupp total angelogen und jetzt schäme ich mich. Na, das wird sowas von Konsequenzen geben. Ein Klassenbucheintrag für Hanna Vogel. Ich bin sehr enttäuscht von dir, muss ich sagen. Herr Grupp, bevor wir jetzt mit dem Unterricht anfangen oder weitermachen, hätte ich noch eine Frage. Können wir nicht draußen Unterricht machen? Ist so schönes Wetter. Oh, natürlich. Wie wär's, wenn wir direkt Feierabend machen? Also manchmal stellt ihr euch hier Sachen vor. Wie sollen wir denn draußen bitte arbeiten? Da gibt es doch nicht mal Lernmaterialien. Also bitte. Ach so, ja, Entschuldigung. War nur so eine Idee. Ich dachte wegen dem guten Wetter. Also bitte, erst hitzefrei, dann das. Wollt ihr etwa nichts lernen, nur wegen dem guten Wetter? Klar wollen wir was lernen, aber noch schöner wäre es, wenn wir in die Eisdiele gehen würden. Oh ja, Eisdiele, da wäre ich auch dabei. Letztes Mal habe ich gar kein Eis abbekommen. Oh, natürlich gehen wir in die Eisdiele und der Lehrer bezahlt, hä? Wie wäre es, wenn ihr mal euer Geld dafür ausgeben könntet? Aber ihr habt ja kein Geld. Naja, also bestimmt hat jeder so 1 Euro dabei und dann können wir doch alle zusammenlegen und jeder bekommt eine Kugel. Wäre das nicht toll? Hanna, an deiner Stelle wäre ich jetzt mal richtig ruhig. Erst die Hausaufgaben machen und dann das hier fordern. Eieiei, was ist das für ein Tag? Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Wo soll ich denn das ganze Geld herbekommen? Oh Mann, ich verstehe echt nicht, warum sich Herr Grupp so aufregt. Ich dachte, Fragen kostet nichts, aber jetzt ist er ziemlich wütend. Hm, keine Ahnung, Becky, ich verstehe das auch nicht. Wahrscheinlich ist er sauer auf mich wegen dem Klassenbucheintrag. Sag mal, habe ich euch gesagt, ihr sollt hier einfach quatschen? Was ist denn los heute mit euch? Besonders mit dir, Hanna. Also gleich kommt noch der zweite Klassenbucheintrag. Was ist denn da los im Unterricht von Herrn Grupp? Regt er sich etwa auf? Hanna, es tut mir leid, aber so wird das nichts bei dir. Ich meine, wie willst du denn später leben, wenn du jetzt noch nicht mal die Hausaufgaben machst in Mathe? Das ist super wichtig. Aber Herr Grupp, ich mache doch normalerweise meine Hausaufgaben immer. Ich hab's wirklich einfach nicht mitbekommen. Hey, dann solltest du besser zuhören. Du willst doch wahrscheinlich studieren und irgendwas Erfolgreiches später machen. Also so ein Lehrer, das wäre doch schön, oder nicht? Das ist ja die Höhe hier. Herr Grupp, es tut mir wirklich leid, aber Sie müssen mich doch nicht so anschreien. Ja, es tut dir leid. Hanna, beruhig dich. Nimm das doch nicht so persönlich. Ich meine, guck mal, wie der schon heute Morgen hier reingekommen ist. Also, bleib ruhig. Also, ich geh jetzt da wirklich mal hin. Was ist denn da nur los? Hör ich da ein Kind weinen?
Ich gehe mal kurz auf die Toilette, Herr Grob. Oh, Mann, Sophie, es war schon lange kein Lehrer mehr zu mir. Herr Grob, was haben Sie denn gemacht? Das war doch gerade Hanna Vogel. In Tränen aufgelöst. Was haben Sie denn gemacht? Frau Liebe, es tut mir leid, aber dieser Morgen ist einfach zu viel für mich, ja, auch für mich. Ich meine, was alles so passiert ist, ich habe mich einfach nicht mehr unter Kontrolle. Ja, ich kann mich jetzt nicht drum kümmern. Pia, gehst du bitte einmal deiner besten Freundin hinterher und guckst mal, was da los ist? Klar mache ich das, aber Sie waren ganz schön gemein zu ihr. Das sollten Sie sich mal merken. Ach, herrje, und ich dachte erst, ich bilde mir das ein. Sie haben ja ganz schön rumgeschrien, das arme Mädchen. Ich sag doch, ich habe heute die Kontrolle irgendwie verloren über mich selber und dann noch diese Schüler heute mit Hitzefrei und Eisdiele und allem drum und dran. Ich würde sagen, Herr Grob, Sie gehen vielleicht erstmal ein bisschen hier aus dem Unterricht raus. Ich übernehme das für Sie. Sie müssen erstmal einen kühlen Kopf hier wieder kriegen. Also gut, Kinder, ich bin ja auch Vertrauenslehrerin. Möchte noch jemand was zu den Geschehnissen sagen? Hey, Hanna, bist du da drin? Ja. Hier ist Pia, komm ruhig raus. Gut, dass du da bist, Pia. Mann, oh Mann, du hast es ja alles mitbekommen. Das war so gemein von Herrn Grob. Ach, mach dir nichts draus. Frau Lieb hat ihn ganz schön angemeckert, weil er sich so aufgeregt hat. Mach dir keine Sorgen, du kriegst schon noch dein Abitur. Ich glaub fest daran. Ach, hallo Hanna, ich wollte mich eigentlich nur bei dir entschuldigen. Ja, das ist vielleicht auch ganz angebracht, aber Herr Grob, ich sag Ihnen, ich bin nicht sauer auf Sie, ich kenne das. Mal hat man einen schlechten Tag und hat schlechte Laune. Das ist mir auch schon mal passiert, da hatte ich auch einen ganz schlechten Tag und dann habe ich meine Geschwister total angemeckert. Ja, aber trotzdem, ich bin der Schulleiter und habe hier eine Vorbildsfunktion. Und nun gut, das war jetzt nicht sehr vorbildlich. Also nehmt euch das bitte nicht als Beispiel, okay? Bitte nicht als Beispiel nehmen, sowas hier. Also ich bedauere das zutiefst. Ich entschuldige mich bei dir, dass ich dich vor der Klasse so bloßgestellt habe. Ja, Entschuldigung angenommen. Entschuldigung, dass ich frage, aber ich finde, ein Eis war jetzt schon angebracht, oder? Wer ist dabei? Ich bin dabei, ich! Diese Uhrzeit hier an. Dabei wollte ich doch meinen Mittagsschlaf halten. Ja, Molly von Monster hier? Nee, ich möchte es kaufen. Nein! Ja, gut, ich höre zu. Ach, Sie haben einen Job für mich. Das ist ja super. Nehme ich natürlich an. Oh, klasse. Ich hab einen Job. Oh, ich muss aber auch schon los. Hier kommt Molly. Guten Morgen, Kinder. Ich habe euch mitzuteilen, dass euer Lehrer für Englisch, Dr. Handsome, Mr. Handsome, heute nicht kommt. Der ist leider erkältet, aber es gibt eine Vertretungslehrerin für euch. Eine Vertretungslehrerin? Okay. Ich mag Mr. Handsome, aber hoffentlich geht's Mr. Handsome gut. Luisa ist leider auch krank. Haben die wohl das Gleiche? Oh, ist doch klasse, eine Vertretungslehrerin. Die kennt mich noch nicht und bei der habe ich auch noch keine schlechte Note geschrieben. Also, alles gut. Oh, und da kommt sie auch gleich schon. Kinder, bitte alle aufstehen. Wir wollen ja höflich sein. Also, aufstehen. Oh, na gut, wenn es sein muss. Mann, ich habe es mir gerade bequem gemacht. Guten Morgen, Frau Lehrerin. Also, Frau Molly, das ist Ihre Klasse für den heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, vielen Dank. Das Fach ist Englisch, das wissen Sie ja. Oh Mann, das ist Molly. Die war doch vorher bei uns als Babysitter und die ist jetzt Lehrer? Wie bitte, habe ich das richtig gehört? Babysitterin? Wie, du wirst noch gebabysittet? Ach Dave, nicht so wichtig. Viel zu lang die Geschichte. Okay. Na gut, Kinder, dann seid mal bitte artig, ne? Also nicht frech werden bei unserer neuen Lehrerin und bis später. Wir haben ja später noch Mathe. So, Kinder, Ruhe! Ihr seid ja schon ruhig. Ich bin die Lehrerin Frau Molly und so könnt ihr mich auch nennen. Guten Morgen, Frau Molly. Können wir uns vielleicht jetzt hinsetzen? Also, wir stehen hier schon die ganze Zeit. Hinsetzen! Was ist das denn für eine Frage? Weswegen sind denn sonst Stühle hier? Aber diese Kinder werden immer dümmer. Du, Hanna, pst. Also, ich bin echt gespannt, wie die drauf ist. Die ist ja mega anstrengend. Also, die ist so streng. Och, das kann was werden, diese Stunde. Ach, Dave, die ist schon ganz cool. Die wird ihren Job behalten wollen und deswegen wird nichts passieren. Hauptsache, es gibt keine Krötensuppe. Hanna, Krötensuppe? Ist das dein Ernst? Oh, als ob das Essen hier in der Schule nicht schon schlimm genug wäre. Du da, dich kenne ich doch irgendwo her. Ja, ich bin doch Hanna. Sie war doch letztens bei uns zu Hause. Ach ja, natürlich, die Schwester von Julian und Emma. Wo ich Babysitterin war, genau. Du, Hanna, eine kurze Frage. Was spielst du denn am liebsten? Was ich am liebsten spiele? Zum Beispiel Reise nach Jerusalem. Oh, Reisen finde ich natürlich super. Ja, wir machen einen kleinen Ausflug. Wobei, wenn es ein Spiel ist, dann können wir das ja bestimmt auch hier spielen. Hanna, erklärst du das mal vielleicht? Also, wir brauchen dafür
ganz viel Platz. Wir müssen erstmal die Tische beiseite schaffen. Oh, ist das schön und gemütlich hier. Vielen Dank, Hanna. Frau Molly, also Sie müssten eigentlich von den Stühlen runtergehen, weil das brauchen wir fürs Spiel. Oh, natürlich. Entschuldige bitte. Hanna, wie geht's jetzt weiter? Also, wir brauchen für das Spiel auf jeden Fall noch Musik, aber wir haben ja hier keinen im Klassenraum. Oh, das lass mal meine Sorge sein, oder meine Angst. Ich besorg die Musik. Wow, ganz ehrlich, Leute, ich hätte nicht gedacht, dass wir spielen bei der, anstatt Englischunterricht zu machen. Ziemlich cool. Ja, Molly scheint wirklich eine ganz nette Lehrerin zu sein. Das hätte ich nicht gedacht. Naja, ich weiß ja nicht. Also, ich find's nicht so gut, dass wir hier kein Englisch machen. Also, ich würde lieber Englisch machen. Ich bin hier in der Schule und hier will ich was lernen. Oh, Simon, pst. Das ist doch egal. Hauptsache, wir spielen jetzt was. Warum musst du mal was lernen wollen? So, ich habe die Musik und los geht's. Also, wir sind 5 Leute. Das heißt, wir brauchen nur 4 Stühle. Die anderen beiden Stühle, die schiebe ich mal hier zur Seite. Und jetzt, Molly, musst du die Musik anmachen. Los! Alles klar, los geht's. Also, wir gehen jetzt im Kreis um die Stühle rum. Und wenn die Musik stoppt, dann muss sich jeder schnell einen Platz suchen. Alles klar. Dann mal schauen, ob die Kinder da vorbereitet sind. Oh, ja, ah, Platz! Hey, geh runter, hey, John! Ich als das macht ja Spaß! Du da! Im grünen T-Shirt! Du bist raus! Schade, also ich hatte nichts dagegen, auf deinem Schoß zu sitzen. Oh, John, du warst so langsam! Ja, ist ja gut, ist ja gut. Molly, es kann weitergehen. Machst du die Musik wieder an? Aber natürlich! Ich schieb noch mal schnell den Stuhl weg. Wir sind jetzt einer weniger. Mal sehen, wen es diesmal erwischt. Oh, stopp! Hinsetzen, hinsetzen! Oh, gerade auch den Stuhl erwischt! Simon, runter von mir! Weißt du, wie viel du wiegst eigentlich? Runter! Aber Dave, das finde ich nicht in Ordnung. Ich war als erstes hier auf dem Stuhl. Das sehe ich. Ich liege unter dir. Wie geht das denn? Runter jetzt! Was ist hier denn los? Was ist das für ein Lärm? Was macht ihr hier? Na, nach was sieht das hier wohl aus? Das ist Unterricht auf höchstem Niveau. Wir spielen Reise nach Jerusalem. Wollen Sie mitspielen? Aber was macht denn dieser Schüler hier? Simon, sofort runter von Dave! Oh, toll, danke. Jetzt bin ich raus. Das wäre nicht nötig gewesen. Du bist raus! Du da! Raus! Och nee, jetzt macht ihr unser ganzes Spiel kaputt. Wir waren doch gerade dabei. Ich hätte gern gewusst, wer gewinnt. Also wirklich, Frau Molly, also, Sie sollten Englisch unterrichten. Das sieht mir aber nicht nach Englisch aus, was Sie hier machen. Also, entweder Sie spielen mit oder Sie können gehen. Wie bitte? Sie sind hier nur Vertretungslehrerin, also nicht in dem Ton. In dem Ton lass ich nicht mit mir reden. Also wirklich. Na, da ist wohl noch jemand raus. Das Spiel ist beendet für Sie. Oh Mann, die legt sich echt mit unserer Mathelehrerin an. Die ist richtig cool, aber ihren Job wird sie wohl nicht behalten. Neun mal 5 sind 45. Ich glaube, das müsste jetzt alles richtig sein. Oh Mann, das erste Buch habe ich jetzt schon komplett durchgearbeitet. Das ist schon die bestimmt 12. Seite, die ich schreibe. Oh, dass dieser Weihnachtsbaum so nadeln muss. Hat gerade das Telefon geklingelt? Oh, das kommt mir gerade gelegen. Ich könnte wirklich den ganzen Tag damit verbringen, diese Nadeln ständig wegzufegen. Also irgendwann kommst du weg. Hallo, Claudia Vogel? Ach, du bist's, Pia, hallo. Ja, Hanna ist zu Hause. Soll ich sie dir mal geben? Hanna, Telefon, Pia! Oh ja, Telefon für mich. Da laufe ich schnell runter. Und ich habe ja zum Glück auch schon ein Buch durchgearbeitet. Ich hoffe, Mama ist nicht mehr so sauer, weil ich die Schule geschwänzt habe. Vielleicht lässt sie mich jetzt ja rausgehen. Immerhin war ich sehr fleißig und habe wirklich schon ein komplettes Buch durch. So, bitteschön, Hanna. Danke. Hallo, Pia. Ja, ich bin's, Hanna. Hallo. Was gibt's denn, Pia? Du willst vorbeikommen? Was ist denn los? Ich weiß nicht, ob ich darf. Ich muss mal kurz fragen. Mama, darf Pia jetzt gleich vorbeikommen? Ich habe auch schon das erste Mathebuch durchgearbeitet. Bitte, bitte. Also, wenn du wirklich schon fleißig gewesen bist, dann klar. Warum nicht? Oh, super, danke. Ja, Pia, geht klar, du kannst gleich kommen. So, also jetzt bin ich wirklich fertig damit. Wenn du noch ein kleines Nädelchen verlierst, dann bist du reif für den Müll. Ach, da ist Pia ja auch schon. Hallo, Pia, immer hereinspaziert. Geht's dir gut? Ja, Frau Vogel, alles in Ordnung. Ich gehe dann schon mal zu Hanna hoch, okay? Das tut mir natürlich leid. Also, das wollte ich nicht. Der schöne Baum. Ups. Kein Problem, Pia. Geh einfach nach oben zu Hanna. Ich mach das schon. Oh, ich hab das gerade alles zusammengefegt. Oh, dieser Baum. Oh, ich mag Weihnachten einfach so gerne. Am liebsten würde ich den Baum das ganze Jahr über haben. Aber vielleicht tue ich mir einen aus Plastik. So, die Übungssachen kommen jetzt alle weg. Und ja, dann kann ich mal an was anderes denken. Hey, Hanna, was machst du denn da?
Ach, nichts. Ich habe nur was weggeräumt. Hallo erstmal. Lass dich drücken. Okay. Pia, setz dich doch. Dann kannst du mir erzählen, warum du hier bist. Und ich habe dir auch was zu erzählen. Also erinnerst du dich, letztens, als ich etwas später zur Schule gekommen bin? Ja. Da war ich gar nicht beim Arzt. Da habe ich die Schule geschwänzt. Und deswegen ist Mama ziemlich sauer auf mich und ich habe viel zu tun. Also sie hat mir viele Aufgaben gegeben, die ich jetzt immer machen muss. Was? Echt? Du hast die Schule geschwänzt? Das hätte ich ja nie von dir gedacht, Hanna. Mann. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie in letzter Zeit echt keine Lust auf die Schule. Vor allem, weil unsere Lehrerin immer so blöd zu mir ist. Oh Mann, ja, die Mathelehrerin. Ich finde die echt total... Ich weiß so gemein. Ja, total, total fies ist sie zu dir vor allem. Und Pia, jetzt raus mit der Sprache. Was wolltest du mir denn erzählen? Also, den einen Nachmittag, da war ich allein zu Hause und ich hab, Mr. Hansen habe ich einen Liebesbrief geschrieben und den bei ihm zu Hause eingeworfen. Pia, bist du verrückt? Der kennt doch deine Schrift. Und außerdem, der ist doch viel zu alt für dich und ich glaube auch, Papa hat gesagt, dass der eine Freundin hat. Was? Meinst du wirklich, dass er jetzt weiß, dass der Brief von mir ist? Oh Mann, das wäre so peinlich. Ich habe extra geschrieben, deine Verehrerin und nicht mit Pia unterschrieben. Und jetzt hat er auch noch eine Freundin? Oh, Backe. Oh Mann. Pia, wir können das jetzt nicht mehr ändern. Komm, setz dich, beruhig dich. Der Brief ist jetzt weg. Also den kannst du nicht mehr zurückholen. Den hat er eh gelesen. Oh, irgendwie bereue ich das total, dass ich diesen Brief geschrieben habe. Ach, du bist einfach verliebt. Ich weiß, wie das ist. Pia, bei Mr. Handsome hast du echt keine Chance. Such dir doch lieber jemanden in deinem Alter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Papa gesagt hat, dass er eine Freundin hat oder vielleicht sogar verheiratet ist. Oh Mann, aber Hanna, ich finde den so toll. Und wenn er jetzt verheiratet ist... Aber der ist doch steinalt. Oh. Komm schon, Pia, sei nicht traurig. Kopf hoch. Pia, also vielleicht ist er ja doch nicht verheiratet. Ich weiß nicht. Wir müssten vielleicht ein paar Sachen über ihn rausfinden. Was hältst du davon, wenn wir uns auf die Lauer legen und ihn beobachten? Du weißt doch jetzt, wo der wohnt. Oh, das würdest du machen, Hanna. Das wäre super cool. Hauptsache, er erwischt uns nicht. Komm, Pia, ich frag, ob wir raus dürfen. So, jetzt steht er wieder. Ach, so toll, dieser Baum. Du Mama, dürfen wir vielleicht kurz rausgehen und spielen? Also sind die Hausaufgaben denn erledigt? Soweit alles durch? Ja, alles fertig. Und ich habe ja auch noch die Strafaufgaben gemacht, die du mir gegeben hast. Ein ganzes Buch schon. Also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, dass du das... Ich habe 12 Seiten vollgeschrieben. Wirklich? Dass du das echt machst? Also, ich bin echt stolz auf dich. Von mir aus gerne, aber seid bitte, bevor es dunkel wird, zu Hause. Das gilt auch für dich, Pia. Tschüss, Mama, und danke. Tschüss, Frau Vogel. So, Pia, wo wohnt denn jetzt Mr. Handsome? Ist das weit? Wo müssen wir lang? Also, eigentlich wohnt er hier ganz in der Nähe. Nur die Straße runter und dann links und dann die zweite rechts. Das ist der Schleichweg 16. Pia, und hier soll das sein? Ja, genau. Guck, auf den Briefkasten Nummer 16. Da habe ich den Brief eingeworfen. Oh, runter, Hanna, runter. Die Tür geht auf. Versteck dich. So, jetzt müssen wir ganz leise sein und unsere Ohren aufsperren. Vielleicht können wir was verstehen, was sie sagen. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß im Einkaufszentrum, Bis später dann, mein Schatz. Oh Mann, die haben sich geküsst. Hast du die Frau gesehen? Ja. Ist das seine Frau oder seine Freundin? Ich weiß es nicht. Zumindest haben sie sich geküsst. Und irgendwas mit Einkaufszentrum oder so. Also, ich habe das auch so gehört. Ich glaube, er will ins Einkaufszentrum gehen und sie kommt nicht mit. Ja, du hast recht. Er geht alleine. Komm, Hanna, wir heften uns an seine Fersen und folgen ihm ins Einkaufszentrum. Er darf uns aber auf gar keinen Fall sehen. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Da ist er. Ja, aber was will er denn im Brautmodengeschäft? Hallo, herzlich willkommen in Barbaras Brautmoden. Wie kann ich Ihnen helfen? Keine Ahnung, was er in diesem Brautmodengeschäft möchte. Will er vielleicht doch jetzt heiraten? Vielleicht heiratet nur jemanden... Vielleicht ein Freund von ihm. Ja, genau. Und er will ein Geschenk kaufen. Vielleicht kann ich hören, was Sie sagen. Ah, Sie suchen einen Verlobungsring. Ja, da haben wir eine ganz tolle Auswahl da. Was? Verloben? Bitte? Pia, ich glaube, wir haben richtig gehört. Der will bald heiraten. Also seine Freundin wird bald seine Frau. Oh nein, Hanna, das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Was machen wir jetzt? Ja, hallo, Herr Chillig hier? Genau, ich bin der Schuldirektor von der Grundschule. Ja, warten Sie, das andere Telefon klingelt auch. Ja, Grundschule Playmobil City? Ja, auch Sie möchten sich für Mathe bewerben? Ja, warten Sie, ich habe ganz viele Anrufe, oh Gott. Ich rufe gleich wieder zurück.
Oh Mann, das ist ja totale Chaos hier wieder bei uns in der Grundschule. Nachdem die Mathelehrerin jetzt gegangen ist, weil sie ja schwanger war und das Kind bekommen hat, bin ich schon wieder auf der Suche nach einer neuen Mathelehrerin. Oh nein. Herr Chillig, wir warten jetzt schon seit 10 Minuten. Wir haben doch eigentlich Mathe und es ist keiner da. Anna, tut mir leid, ich bin dran. Geh bitte zurück in deine Klasse. Ich komm gleich. Oh mein okay. Gott. Oh Mann, der scheint gar nicht gut drauf zu sein. Der ist total gestresst. Und Hanna, wir haben bestimmt keinen Unterricht mehr. Oh yes, Schule fällt aus. Das ist klasse. Und was ist denn jetzt? Wird jetzt Mr. Handsome endlich unser Mathelehrer? Nee, ich glaube, wir bekommen diesmal wirklich keinen neuen Mathelehrer oder keine neue Mathelehrerin. Herr Chillig ist total gestresst. Er hat mich einfach wieder weggeschickt. Ich glaube, wir müssen bis zum Ende des Jahres das irgendwie selbst hinbekommen. Kinder, guten Morgen. Alle bitte hinsetzen. Ich habe eine ganz, ganz wichtige Nachricht für euch. Hey Chillig, Sie können das auch jetzt gerne sagen. Wir haben jetzt immer frei, wenn wir Mathe haben. Ist doch super. Gefällt mir. Richie, erzähl keinen... Obwohl, vielleicht ist es kein Unsinn. Kinder, bitte einmal alle hinsetzen. Hey. Oh Mann, ich sehe schon wirklich kommen. Wir werden total schlecht in Mathe sein, weil wir keinen Unterricht mehr haben. Okay, Kinder. Also erstmal guten Morgen. Ich weiß nicht, wie ich euch das beibringen soll, aber es geht, ja, wie ihr wisst, um euren Matheunterricht. Herr Chillig, sagen Sie doch mal, also wie ist das denn jetzt? Sind Sie jetzt unser Mathelehrer? Also... Wir wollen das jetzt wissen. Nein, Hanna, tut mir leid, aber ich kann nicht euer Mathelehrer sein. Mein Lehrplan mein Stundenplan ist voll. Also ich habe zu viele Klassen. Also so wie es aussieht, Kinder, werdet ihr dieses Jahr keinen Matheunterricht mehr haben. Das tut mir leid. Was? Nein, das ist ja eine Katastrophe. Nein. Oh Mann. Oh nein, wir werden richtig schlecht in Mathe. Oh, Hallöchen, ich hatte heute Morgen angerufen für die neue Stelle. Jetzt bin ich da. Und Sie sind vielleicht... Frau Notfall. Ach so, ja. Genau. Sie suchen doch neue Lehrer. Ja, also möchten Sie vorsprechen, oder genau, wie? Genau. Okay. Also ja, ich möchte Lehrerin werden und das wäre ja wirklich perfekt. Ich liebe Kinder und hier in der Grundschule, ich kann auch direkt starten. Also wenn Sie das wollen, dann lege ich sofort los. Ach, da fällt mir wirklich ein Stein vom Herzen. Ja gut, dann starten wir direkt. Kinder, heute gibt es sozusagen ein offenes Casting, beziehungsweise das Bewerbungsgespräch findet dann hier statt. Ich werde das dann beobachten und Sie können dann ja loslegen. Oh, klasse. Frau Notfall wird unsere Lehrerin. Die sieht total nett aus. Gut, Kinder, seid ihr damit einverstanden? Ja! Ja! Och nein, ich nicht. Also ich möchte... Oh Gott, ja, meine Stimme zählt ja heute nicht. Ja, gut, okay. Der Matheunterricht ist gerettet. So, Frau Notfall, Sie können dann beginnen mit dem Unterricht. Ich werde dann hier einfach sitzen. Mich bitte gar nicht beachten. Ich nehme das einfach hier so wahr und werde das dann danach beurteilen. Also gut, Kinder, ich bin Frau Notfall und heute möchte ich euch was ganz, ganz Wichtiges beibringen. Das braucht ihr auf jeden Fall in eurem Leben. Oh, wir fangen bestimmt mit einem neuen Thema an. Vielleicht Bruchrechnen. Das kommt doch auch in der 5. Klasse dann auf uns zu. Bruchrechnen? Also eigentlich, ich meine was anderes. Das ist viel wichtiger als Bruchrechnen. Das ist lebensnotwendig. Vielleicht ausrechnen, wie viele Melonen man an der Kasse kaufen kann im Supermarkt? Also vielleicht, wenn jemand anderem 10 Bonbons weg isst. Wobei, warum isst man überhaupt 10 Bonbons? Das ist doch viel zu viel. Da kriegt man doch einen Zuckerschock. Ah, jetzt weiß ich's. Also ganz bestimmt, Wahrscheinlichkeitsrechnung? Nein, Kinder, es geht darum, was man bei einem Notfall tut. Wie man jemanden wiederbelebt und erste Hilfe leistet. Was? Wie bitte? Frau Notfall, wir haben hier Mathe, das wissen Sie, oder? In der Stelle stand Mathelehrerin und keine Erste-Hilfe-Lehrerin, also bitte. Wie? Ich habe nur Lehrerin gesehen. Ich dachte, vielleicht suchen wir auch jemanden, der Erste-Hilfe lehrt. Nein. Ich bin ausgebildete Ärztin. Dabei hatte ich so eine große Hoffnung. Nein, Frau Notfall, wir sind hier kein Krankenhaus, wir sind eine Schule und ja, Erste-Hilfe-Kurs brauchen wir zwischendurch hier auch, aber nicht als Unterricht. Oh Gott, tut mir leid, nee, hier sind Sie falsch. Oh, dann entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich werde es mal woanders versuchen. Dann müssen Sie wohl weitersuchen. Tschüss, Kinder. Kinder, das tut mir leid. Ich dachte, sie hatte sich bei uns beworben und... Oh nein, ich krieg sowas von Ärger von den Eltern hier. Herr Chillig, was ist denn jetzt? Wer heißt das jetzt, dass Frau Notfall doch nicht unsere Lehrerin ist? Also, Frau Notfall, die wollte doch unser Kind in Mathe unterrichten, oder? Hanna, Ruhe, kommt jetzt bitte. Herr Handsome? Nein, natürlich nicht. Oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also, wir haben noch ein paar Bewerber, aber ob die jetzt heute kommen, keine Ahnung. Hallöchen, Herr Chillig, sind Sie das? Oh Mann, was macht denn die Polizei hier? Ob die mich wohl erwischt haben letztens im Supermarkt, wo ich was geklaut habe? Ich hoffe nicht. Die Polizei, gibt es irgendeinen Notfall? Gibt es hier, also, was ist denn los? Nein, es geht um die Stelle, also, da habe ich im Internet gefunden, auf ihrer Internetseite und da wollte ich mich bewerben als Lehrer hier. Aber Sie sind doch eigentlich Polizei, wissen Sie was, wir machen direkt das Bewerbungsgespräch. Bitte leiten Sie den Unterricht. Ach Gott, das ist so hoffnungslos hier. So, ja, dann fangen Sie mal bitte an. Also, ich werde dann hier sitzen und das beobachten, aber vielleicht sind Sie ja zum Lehrer gemacht und nicht zum Polizisten.
So, Kinder, also ich bin der Herr Stark und ich habe gehört, ihr braucht einen Mathelehrer. Und da habe ich auch direkt eine Aufgabe für euch. Also, wie lange brauchen denn 4 Bankräuber, um 150 Kilo Gold zu klauen? Wie viele Minuten? Das müsst ihr jetzt vielleicht mal gerade ganz schnell ausrechnen. Und ihr selber habt nur 10 Minuten, also beeilt euch. Weil dann müsste ich zu meinem anderen Job, der dann nebenbei noch läuft. Also, bitte beeilt euch, der Einsatz läuft schon. Aber Herr Stark, wie sollen wir das denn wissen? Das ist doch gar nicht eine richtige Matheaufgabe. Wie soll man das denn ausrechnen? Hanna, da hast du absolut recht. Herr Stark, was soll das für eine Aufgabe? Das kennen die Kinder doch gar nicht. Das ist doch gar nicht für die 4. Klasse geeignet. Das geht doch gar nicht. Also, Herr Stark, ich glaube, ich weiß das. Also, wenn es 4 Bankräuber sind und wenn die jetzt 150 Kilo Gold, also ich würde sagen, so 15 Minuten werden sie brauchen. Sehr gut, sehr gut. Das war auch meine Lösung, aber die vom Team wollten das nicht akzeptieren. Herr Chillig, tut mir leid, das war schon. Ich muss wieder los zum Einsatz. Danke, junger Mann. Also, Herr Stark, das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Oh Gott, war ja klar, dass hier keiner wirklich Mathelehrer werden möchte. Und Kinder, wenn ihr mal mit der Schule irgendwann fertig seid, dann könnt ihr auch gerne zur Polizei kommen oder auch Lehrer werden. Aber Herr Chillig, ich werde doch kein Lehrer. Danke. Oh Gott, wie soll ich das hier nur hinbekommen? Ich werde es jetzt einfach selber in die Hand nehmen. Und ich werde Herrn Schillig einfach anbieten, dass ich jetzt hier die Lehrerin werde. Immer noch besser als gar keine Lehrerin. Also, Herr Schillig, hören Sie mal. Ich wollte Ihnen einen Vorschlag machen. Ich könnte doch die Mathelehrerin werden. Ich lese einfach ein paar Bücher und dann kann ich das. Hanna, vielen Dank. Aber ich glaube, das würde der Elternrat nicht zulassen. Nee, das kann ich keine Schülerin, Lehrerin machen. Also, nee, das geht nicht. Tut mir leid. Oh, Hallöchen, die Herrschaften. Ich habe die Annonce gesehen. Hier wird ein Lehrer gesucht, Mathelehrer. Ich glaube, da bin ich genau der richtige Kandidat für. Ich kann das super, Spitzenklasse, ja. Ah, okay. Also ich sehe schon, da ist ja jemand Neues. Dann hat sich das ja geklärt. Dann brauche ich ja doch nicht die Mathelehrerin werden. Sie sind jetzt schon der Dritte heute. Irgendwie ist das komisch. Ja, möchten Sie dann vielleicht direkt vorsprechen? Soll ich loslegen? Klar, mach ich. Sie können direkt ich. Mit dem Unterricht loslegen. Klaro, ich würde das dann nur beobachten. Problem. Ja. Was steht denn da? 4 Bankräuber, 150 Kilo Gold? Hä? War hier schon jemand vor mir? Vielleicht ein Polizist oder so? Das gibt's doch wohl nicht. Die Polizei war schon vor mir hier. Und jetzt wissen die schon unseren Plan. Oh Mann, die suchen uns bestimmt schon. Ich muss weg. Hey, warten Sie doch. Wir können doch über alles reden, über Gehalt und alles. Oh, jetzt ist er weg. Toll, danke. Hallöchen, ich bin die Frau Delphine. Ich habe die Annonce gesehen. Sie suchen eine Mathelehrerin? Sind Sie sicher, dass Sie die Anzeige richtig durchgelesen haben? Also es geht um keine Tauchlehrerin oder so. Das ist keine Tauchschule. Es geht um eine Mathelehrerin. Okay. Also ich bin doch nicht blöd, nur weil ich meinen Tauchanzug anhabe, meinen Neoprenanzug. Ich bin die geborene Mathelehrerin, wirklich. Bitte sei du die beste Mathelehrerin und die richtige Mathelehrerin. Dann starten Sie doch, Frau Delphine. Also, ich werde eure neue Mathelehrerin sein, die Frau Delphine. Und was meint ihr wohl, was unser erstes Thema ist? Ihr könnt mal raten, du hier vorne. Wie viele Fische im Meer sind vielleicht? Also ich tippe auf Bruchrechnung. Nein, nicht ganz richtig. Also wir fangen heute schon mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung an. Oh, sehr schön. Endlich mal eine kompetente Mathelehrerin. Das gefällt mir. Und dann macht sie schon ein Thema, was wahrscheinlich erst in der 5., 6. Klasse drankommt. Sehr gut, das gefällt mir. Oh Mann, Wahrscheinlichkeitsrechnung, davon habe ich schon mal gehört. Gut, dass wir das schon machen, dann sind wir gut vorbereitet für die weiterführende Schule. Also, ich kann 2 Minuten die Luft anhalten. Was meint ihr, wie tief ich dann tauchen kann? Also schon mal eine kleine Beispielaufgabe. Also bitte, Frau Delphine, ich dachte wirklich, Sie wären hier eine kompetente Mathelehrerin, aber erstens, das hat nichts mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun, also bitte, ich bin Mathelehrer. Und zweitens, also Sie können das doch hier, ach, Sie nutzen das doch nur für sich selber, ich wusste es. Och Mann, ich stehe kurz vor einem Weltrekord und ich wollte einfach nur wissen, wie tief ich in 2 Minuten tauchen kann. Ich brauchte einfach nur Ihre Hilfe. Oh nein, ich werde auf jeden Fall gekündigt hier, och nö. Oh Mann, ich glaube, es ist wirklich hoffnungslos. Wir werden keine neue Mathelehrerin finden und auch keinen neuen Mathelehrer. Und Ted Schillig ist total am Boden zerstört. Ich hätte niemals gedacht, dass das mal passiert. Keine Mathelehrer? Wo gibt's das denn? Hallöchen, ich habe von der neuen Stelle gehört. Nee, wissen Sie was? Ich weiß es schon. Sie wollen wahrscheinlich ausrechnen, wie viel OPs Sie an einem Tag schaffen. Nee, hier nicht. Das ist eine Schule. Ja gut, alles klar. Dann versuche ich's mal bei der Schule nebenan. Das war's. Ich krieg hier noch zu viel. Hier kommen nur so komische Leute hin und keine richtigen Lehrer. Leute, es tut mir leid, Kinder. Also, das wird gar nichts. Oh, yes. Ich wurde nicht von der Polizei erwischt und Mathe fällt aus. Ich glaube, das ist der beste Tag jemals. Kinder, ich bin in meinem Büro und weine ein bisschen. Also, bitte nicht reinkommen in den nächsten 2 Stunden. Oh Gott. Aber Herr Chillig, warten Sie doch. Nein, ich möchte nicht mehr. Nein. Also ich habe wirklich daran geglaubt, dass wir eine Mathelehrerin finden, aber jetzt sowas hier, das totale Chaos, was war das heute nur? Also ich gebe auf.
Ach, guten Tag. Sind Sie der Herr Chillig? Ich habe heute versucht, Sie zu erreichen. Sie suchen doch eine Mathelehrerin, aber leider war das Telefon immer besetzt. Deshalb bin ich direkt persönlich vorbeigekommen. Okay. Also, ich bin die Frau Zahl. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin frisch vom Referendariat. Also, ich kann direkt loslegen mit dem Unterricht. Frau Zahl? Mathelehrerin? Also, das passt. Ich hoffe es. Also, vielleicht haben Sie ja meine Bewerbung schon gelesen. Ansonsten, wenn Sie mich für geeignet halten, kann ich direkt loslegen. Wo sind denn die Jetzt Kinder? Jetzt heute? Frau Zahl, wissen Sie was? Also, Sie scheinen doch sehr, sehr kompetent. Also, gehen Sie einfach hier in das Klassenzimmer. Ich komme dann gleich nach und wir starten dann direkt. Ist gut. Heute wird Ihr Testtag, okay? Ach, also, Kinder, ich bin Frau Zahl. Ich habe gehört, ihr rechnet schon im Zahlenbereich von 10.000. Wow, das ist ja wirklich eine riesige Zahl. Also, und ich würde gerne mit euch das schriftliche Multiplizieren nochmal gemeinsam mit euch üben. Also, ich glaube, die hat's wirklich drauf. Och, müssen wir jetzt wirklich Mathe machen? Och, nö, ich dachte, wir hätten frei. Wow, Frau Zahl scheint eine echt tolle Lehrerin zu sein. Und auch ziemlich nett bisher. Und vielleicht machen wir so eine schwierige Aufgabe beim nächsten Mal. Wie wäre es denn erstmal mit Addieren anzufangen? Das ist doch ein bisschen einfacher für euch. Herr Chillig, geht's Ihnen gut? Endlich, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, also ich bin gerade sowas von überglücklich. Endlich mal eine vernünftige Mathelehrerin. Ich freue mich auch. Herr Chillig, warum denn so überschwänglich? Das tut mir leid, ich bin einfach nur überglücklich. Ich freue mich total, aber Sie müssen mich ja nicht gleich umarmen. Auch wenn ich vielleicht nicht verheiratet bin. Ich mag Sie eigentlich, Ja gut, dann Kinder, seid ihr soweit? Also Kinder, ich denke, Frau Zahl wird eure neue Mathelehrerin. Wir müssen da noch ein, zwei Sachen klären, aber was haltet ihr davon, hä? Frau Zahl! Ich hoffe, Frau Zahl wird unsere Mathelehrerin und hoffentlich findet endlich mal normaler Matheunterricht statt. So, Aufgabe A und B haben wir jetzt. Gott sei Dank war Hannah da, alle anderen konnten das ja nicht so gut. Dann geht's weiter mit Aufgabe C. Ich habe mich halt als Erste gemeldet. Ich denke, die anderen können das auch. Oh, Applaus, Applaus für die Oberstreberin. War ja klar, dass sie alle Aufgaben weiß. Und jetzt weiß es auch die Lehrerin. Oh, ich sehe schon wieder, die Einsen kommen für sie. Hallo, Kinder. Hallo, Frau Nice. Ich wollte mal nur fragen, wie die Lage ist. Natürlich, es läuft alles hervorragend. Besonders Hannah. Also, die erbringt ganz, ganz tolle Leistungen und sticht richtig heraus. Also, sie haben wirklich untertrieben. Sie ist ein richtiges Genie. Oh Mann, hat sie gerade Genie zu mir gesagt? Ich will auch nicht, dass sie übertreibt. Das wird mir ein bisschen peinlich. Hannah, ist doch egal. Ist doch nicht schlimm. Dann soll sie halt denken, dass du ein Genie bist. Ist doch besser. Und ich sitze neben dem Genie. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall eine 2 dann. Herr Chillig, Frau Nice, also ein Genie bin ich eigentlich nicht. Ich versuche nur immer meine Hausaufgaben zu machen. Ach, Hannah ist schon gut, ist schon gut. Ja, ich weiß, dass Hannah sehr, sehr gut ist. Aber mit den anderen Lehrern war das halt, ist das nicht so gut gelaufen. Aber sie sind ja jetzt da, Frau Nice. Ach ja, für sowas bin ich da. Aber ich würde Hannah gerne eine bessere Note als eine 1 geben. Aber das geht ja leider nicht. Oh Mann, Genie. Also irgendwie ist mir das schon jetzt ein bisschen peinlich hier vor den anderen Schülern. Oh, Hannah ist jetzt wohl ein Genie. Und was ist mit uns? Ich dachte, wir starten alle bei einer 1, aber anscheinend sind wir der 1 nicht würdig oder so. So, Kinder, wer hat denn jetzt die Aufgabe C von euch? Vielleicht wieder Hannah? Die hat das bestimmt richtig, im Gegenteil zu euch anderen. Hä, was soll das denn heißen? Ich meine, Hannah ist zwar meine beste Freundin, aber wir sollten doch alle eine Chance bekommen. Das ist doch nicht fair. Ach, na gut, dann bist du jetzt dran, Pia. Die Aufgabe C, wie lautet das Ergebnis? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und wie sieht's bei dir aus, Luisa? Also bei C habe ich nichts. Okay, die erste Reihe weiß nichts. Wie sieht's mit dir aus, Dave? Aufgabe C? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe nur den Rechenweg. Auch nicht? Okay, dann die letzte Reihe. Hannah, überspringen wir jetzt mal. Die anderen hatten ja ihre Chance. Also, John, du bist als Nächstes. Also ich habe da 11 raus. Ist das richtig? Nein, John, das ist leider nicht richtig. Richie, was hast du da bei Aufgabe C? Oh, jetzt wirklich, Frau Nice? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich die Hausaufgabe nicht gemacht habe. Ach ja, richtig, wie Entschuldigung. Immer. Dann bleibt halt nur Hannah übrig. Aber die hat ja schon die anderen Ergebnisse geliefert. Wie sieht's aus, Hannah? Aufgabe C hast du doch sicherlich auch. Also ich habe bei C 56, aber das war wirklich schwer. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man die Aufgabe nicht so einfach lösen konnte. 56 ist richtig, Hannah, aber was anderes habe ich von dir auch nicht erwartet. Alle anderen hatten ihre Chance, aber ob das jetzt eine 1 bleibt, ich glaube nicht. Die anderen werden abrutschen. Ach, naja. Oh, das war echt eine komische Stunde, aber zum Glück ist jetzt Pause. Dave, wollen wir zusammen auf den Spielplatz? Nee, sorry, tut mir leid, ich muss jetzt weg. Mathe üben. Hä, was ist denn mit Dave los? Pia, wie sieht's aus? Wollen wir zusammen spielen? Ich kann nicht mit Genies spielen. Ich bin einfach nicht so schlau. Ich gehe zum Kiosk. Was habe ich denn jetzt gemacht? Also, warum sind denn alle so komisch zu mir? Da kann ich doch nicht zu. Hey, Hannah, also, wir könnten ja spielen, wenn du willst, du Oberstreberin. Ha, ha, ha. Ganz bestimmt nicht.
Frau Neis, ich wollte noch mal kurz mit Ihnen sprechen, wegen der Stunde. Weil ich fand das irgendwie nicht so gut, dass Sie nur die anderen so vorgeführt haben und mich immer drangenommen haben und immer gelobt haben. Hanna, du musst doch nicht so bescheiden sein. Du stichst wirklich hervor. Deine Leistungen sind super gut. Und die der anderen Schüler nun mal nicht. Da musst du dich doch jetzt nicht klein machen. Du bist einfach gut. Oh Mann, erst die böse Lehrerin, dann noch eine böse Lehrerin und jetzt eine zu nette Lehrerin. Oh Mann, irgendwie... Ach, die anderen sind bestimmt nicht nachtragend und haben es schon längst wieder vergessen. Hey Leute, wollen wir spielen? Nee. Außerdem, ich war noch nicht beim Kiosk und mit Genies, da will ich gar nicht abhängen. Wir konnten die Aufgabe ja nicht lösen. Vielleicht solltest du mit Leuten rumhängen, keine die genauso Zeit. Schlau sind wie du. Oh, irgendwie ist Pia voll unfair. Dave, sag jetzt nicht, dass du auch noch nachtragend bist. Nein, ist okay. Ja, ich weiß, ich war eben ein bisschen fies, aber ja, wir haben mit den anderen eben geredet und die haben alle halt Angst, dass sie eine schlechte Note wegen dir jetzt bekommen. Aber ich habe gesagt, es hat doch damit nichts zu tun. Wir müssen halt unsere Leistung zeigen, aber naja, die sind irgendwie jetzt alle ein bisschen schlecht drauf. Och Mann, das kann doch echt nicht sein, aber ich werde es wieder gut machen. Also, ich werde es irgendwie wieder gut machen, versprochen. So, good morning, Kids. Ich würde gerne mit einer Wiederholungsaufgabe starten. Oh, Mr. Handsome, ich habe Sie so lange nicht gesehen. Wo waren Sie denn die letzten Tage? Pia, wir hatten in den letzten Tagen auch kein Englisch. Ist ja wohl klar, dass du Mr. Handsome nicht gesehen hast. Oh, tut mir leid. Ich wusste gar nicht, dass ich hinten mit dem Genie geredet habe. Hey, Kinder, was ist denn los mit euch? Pia, Hanna, so kenne ich euch ja gar nicht. Wir möchten jetzt direkt mal starten. Also, Pia, du kannst mal starten. Also, was fehlt, wenn ich sage, I 10 years old? I am 10 years old. Bitteschön, Pia. Würden das denn Genies machen, einer Freundin helfen? Okay, very good. Dann machen wir weiter. Könnt ihr hier schon auf der Tafel sehen. Wie geht es denn bei you dann weiter? Vielleicht direkt neben Pia. Luisa, wie sieht's bei dir aus? Ich komm nicht drauf. You are. You are 10 years old. Sehr gut, very good. Danke, Hanna. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, dann bleibt jetzt hier nur noch he, she, it. Vielleicht Richie da hinten. He, she, it, das erst. Ach so, nee, das war was anderes. Richie, he is 10 years old. Okay, ich weiß. He is 10 years old. Ist das richtig? Very good, Kid. Sehr, sehr gut. Es war ja eigentlich auch nur eine Wiederholungsaufgabe. Eigentlich müssen wir das schon drauf haben. Aber war okay, war gut. Hey, Hanna, das wäre aber eigentlich nicht nötig gewesen. Das weißt du, ne? Ach, Dave, ihr seid doch alle meine Freunde. Also, außer vielleicht Richie, aber ich wollte nicht so sein. Hanna, tut mir leid. Das war echt fies von mir mit dem Genie, aber ich war wirklich sauer. Pia, glaub mir, ich werde auch nicht so gerne Genie genannt. Und dass die neue Mathelehrerin zu mir so nett ist und zu euch nicht, das finde ich auch nicht gut. Okay, dann gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt weiter. Vielleicht jetzt ein anderer Satz. Wie würde das denn bei we aussehen, also wir? Vielleicht, Hanna, wie sieht's denn bei dir aus? Das weißt du sicherlich. Bei we... Ja? Ich habe gerade irgendwie ein Blackout. We... Zum Beispiel in Playmobil City. Hanna, we are in Playmobil City. Jetzt weiß ich's wieder. We are in Playmobil City. Ist das richtig, Mr. Handsome? Very good. Und Dave, ich habe das nicht gehört, ne? Oh, klasse. Genau das meine ich, Dave. Wir helfen uns gegenseitig. Und dann kriegen wir alle gute Noten. Wir müssen zusammenhalten. Hanna, mach mir irgendwas Schönes mit meinen Haaren, bitte. Emma, ich werde erstmal deine Haare richtig gut durchkämmen. Die sind total verfilzt. Aua, das hast du die denn zuletzt gekämmt? Weiß ich nicht, vor Weihnachten irgendwann, glaube ich. Und dann schaue ich gleich mal, was ich für eine schöne Frisur für dich machen kann. Frisur? Ich hätte gerne ganz lange Haare, so wie Rapunzel. Kannst du das nicht machen? Eine Frage, was wird das hier? Was macht ihr da? Ich bin gerade in Hannas Friseurstudio, sie macht mir schöne Haare. Ich frisiere Emma. Also sag mir jetzt bitte, dass das nicht dein Ernst ist. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich bin hier der Friseurmeister. Emma, was soll das denn? Warum gehst du zu diesem Amateur hier? Ich bin der richtige Profi. Unfassbar. Na gut, wenn du so ein Profi bist, Julian, dann musst du mir lange, schöne Prinzessin- und Rapunzelhaare machen. Kein Problem. Emma, das ist doch überhaupt kein Problem für mich. Ich kann alles mit Haaren anstellen. Schau dir einfach mal meine Haare an, wie schön die aussehen und wie schön die zur Seite liegen. Also besser geht's eigentlich nicht. Das ist Perfektion. Ich muss mich jetzt nochmal finden. Also ich muss nochmal nachdenken und kreativ werden. Na, und dann komme ich gleich sehen. Wieder. Was sagst du? Einfach nur perfekt, oder? Sag schon. Rapunzel hat zwar keine pinken Haare, aber ich hab welche. Voll cool, Julian. Emma, du siehst einfach nur furchtbar aus. Julian, was hast du dir da auf die Haare geschmiert? Das sieht ja
schrecklich aus. Psst, hat jemand gesagt, null, melde dich? Ich glaube nicht. Also bitte Ruhe auf den billigen Plätzen, danke. So, damit wäre meine Arbeit hier getan. Und beim nächsten Mal, wenn du eine Frisur haben möchtest, dann weißt du, zu wem du kommst, oder? Zu mir, zum Profi. Oh, ich finde meine Haare richtig toll. Kann ich damit alles machen? Die waschen und föhnen, geht das? Emma, ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube, das wird ganz schön matschig. Aber naja, tolle Haare hast du da. Martin, jetzt sag du das bitte den Kindern, dass wir heute ausgehen wollen und dass ein Babysitter kommt. Muss bitte. Ich das? Nee, diesmal nicht. Beim letzten Mal war ich das, glaube ich, und da habe ich mega viel Ärger von den Kindern bekommen. Das machst bitte heute du, oh nein, damit das klar ist. Mama, Papa, guck mal meine Haare! Emma, was ist mit dir denn passiert? Wie siehst du denn aus? Wer war das? Das war der Großmeister der Friseure, Julian. Schick, oder? Ich find's richtig gut. Was ist das? Das riecht auch ganz komisch und ist klebrig. Ist das etwa Knete? Ach. Könnte sein. Ich weiß es nicht, aber es sind jetzt meine Haare. Claudia, Schatz, ist doch egal. Darum kann sich dann der Babysitter kümmern, oder? Babysitter? Papa hat sogar Babysitter gesagt. Was für ein Babysitter? Ach, Martin, musst du das sagen? Jetzt hast du dich total verplappert. Oh, toll, jetzt ist es wieder meine Schuld. Oh, jetzt bin ich wieder hier der Sündenbock. Ja, danke schön, Claudia. Jetzt habe ich mich verplappert. Klasse. Ich werde mal mit meinen neuen Haaren nach oben gehen und das Julian und Hannah sagen. Mal sehen, wie die das finden mit dem Babysitter. Claudia, ist ja jetzt egal. Ich habe es jetzt gesagt, aber mach dir bitte keine Sorgen. Also, das wird hier schon keine Tohuwabohu geben. Keine Sorge. Du, Julian, es wird dir gar nicht gefallen, aber heute kommt ein Babysitter, der passt auf uns auf. Och nö, nicht schon wieder so eine Verrückte von irgendeiner komischen Babysitter-Agentur. Die sind doch alle verrückt. Nee, ich brauche keine Babysitter, gar nichts. Ich bin selber ein Babysitter von mir und ich habe hier mein Tablet, das reicht mir. Julian fand's nicht so gut. Ich frag mal Hannah, mal sehen, was die sagt. Hey Hannah, wusstest du, dass heute ein Babysitter kommt und auf uns aufpasst? Och nö, ein Babysitter? Wir sind doch gar nicht mehr so klein. Außerdem kann ich auf euch aufpassen. Ich bin schon so groß und ganz vernünftig. Wir wollen keinen Babysitter. Ach, Martin, ich habe mir jetzt extra das Kleid von Maren ausgeliehen. Wie findest du es? Sehr hübsch. Also dir steht das natürlich viel, viel besser. Und was sagst du zu meinem Outfit? Ganz, ganz schick. Steht dir wirklich gut. Kinder, kommt ihr dann runter? Wir wollen los. Stopp. Wer seid ihr überhaupt? Und was habt ihr mit unseren Eltern gemacht? Oh, Mama, du siehst toll aus. Du siehst auch ein bisschen aus wie Tante Maren. Aber warum nur? Oh, Mama, wirklich ganz, ganz schick. Ich finde, du kannst immer so rumlaufen. Dir steht das total gut. Du, Claudia, wann waren wir eigentlich das letzte Mal im Theater, dass wir uns so rausgeputzt haben? Also das ist schon echt lange her, muss ich sagen. 10 Jahre oder so? Stimmt. Oh, es hat geklingelt. Ich glaube, das ist schon die Babysitterin. Ich komme. Oh, hallo, Kinder. Ich bin Carolina. Hallo, freut mich, euch kennenzulernen. Also, Kinder, das ist die Babysitterin. Carolina heißt sie. Und das sind meine Kinder. Das ist Julian, Hannah und die kleine Emma. Aber ihre Haare trägt sie heute ein bisschen anders. Irgendwie erinnert mich Carolina an jemanden. Habe ich die schon mal gesehen? Also ihr werdet richtig viel Spaß haben mit Carolina. Die ist richtig hip, habe ich gehört. Das glaube ich auch. Aber falls trotzdem irgendwas sein sollte, hier ist das Telefon, da ist unsere Handynummer eingespeichert. Also einfach anrufen, wenn was ist. Psst, Claudia, wir müssen jetzt aber auch langsam los. Ach, die Vorstellung fängt gleich an. Ich kann mich so schlecht trennen von denen. Los, komm jetzt. Auf Wiedersehen, einen ganz schönen Abend. Also, ihr habt schon gehört, ich bin Carolina. Und ich würde gerne wissen von euch, was ihr gerne so treibt. Ich bin Emma und ich spiele gern Friseur. Hoffentlich können wir das nachher noch spielen. Und ich bin der Julian und ich spiele super gerne mit dem Tablet. Und das war's. Nee, ich mag es nicht, wenn man mir mein Tablet wegnimmt. Und außerdem, ich brauche keinen Babysitter. Ich bin mein eigener Babysitter und ich habe mein Tablet. Das reicht mir. Und ich bin Hannah, die Älteste. Und ich mag gerne Pferde, verabrede mich mit Freunden, oh, toll, lese. Da hast du ja wirklich ganz, ganz viele Hobbys, Hannah. Vielleicht hättest du ja auch mal Lust, mich rumzuführen. Ja, kann ich machen. Komm einfach mit. Ich gehe vor und ich zeig dir als erstes mein Zimmer. Prima. Und können wir danach dann bitte Friseur spielen, Carolina, bitte? Ach ja, hatte ich fast vergessen. Das machen wir dann im Anschluss. Warte kurz. Also, das ist mein Zimmer. Hier wohne ich. Oh, da vorne ist mein Schreibtisch. Das da ist vorne so ist schön. Mein Hase Pia. Pia also, so heißt dein Hase? Ja, Pia ist ganz lieb. Total süß, Den habe ich bei Playmobil Snacks Topmodel Kids gewonnen. Und den habe ich dann nach meiner besten Freundin Pia benannt. Wow. Aha. Und einen Laptop hast du also auch? Ja, der gehört eigentlich der ganzen Familie, aber ich benutze ihn die ganze Zeit nur allein. Da suche ich immer Sachen raus für meine Hausaufgaben oder lese Sachen nach, guck Videos. Fleißig. Hallo, ich bin's. Warum kümmerst du dich nur um Hannah? Die Babysitter müssen sich eigentlich um alle Kinder immer kümmern. Also bei mir muss das zwar nicht sein, aber trotzdem. Ach ja, Julian, ich war gerade nur dabei, über Hannah, Entschuldigung,
Das soll doch keiner wissen, dass ich Informationen über Hannah sammle. Was möchtest du denn, Julian? Also, liebe Babysitterin, ich habe sowas von Blähung. Ich brauche einen Fencheltee. Danke. Und das am besten ganz, ganz schnell. Der wird stinken. Also, Hannah, wirklich nett, dass du mir alles gezeigt hast. Jetzt weiß ich alles über dich. Das wird sicherlich meiner Schwester gefallen. Entschuldige mich kurz, ich muss mich um deine Geschwister kümmern. Irgendwie seltsam. Warum wollte sie denn nur Sachen über mich wissen und nicht über Julian und Emma? Oh, da bist du ja. Carolina, ich warte schon auf dich. Wir wollten auf Friseur spielen. Ich habe alles vorbereitet. Oh, ich hab's fast vergessen. Eigentlich wollte ich deinem Bruder einen Tee machen, aber das kann ein paar Minuten noch warten. Du kannst dich da direkt hinsetzen. Das ist der Friseurstuhl und ich bin heute dein Friseur. Da bin ich ja mal ganz gespannt, was du mit mir vorhast. Wehe, das kleine Gör schneidet mir die Haare ab. So, als allererstes machen wir eine schöne, entspannende Kopfmassage. Wo kommen denn die Haare jetzt her? Mach ruhig weiter deine Kopfmassage. Die war wirklich sehr angenehm. Oh, Hannah, Julian, ihr werdet es nicht glauben. Die Babysitterin hat ihren Kopf, ihre Haare verloren. Oh nein, ich bin aufgeflogen. Oh, jetzt sehen die mich so ohne Haare. Oh. Guck mal, was ich hier habe. Die Haare von der Babysitterin, die hat sie einfach, ich weiß nicht, die sind abgefallen. Babysitterin? Nein, das ist meine alte Mathelehrerin. Ich habe doch gleich gewusst, dass ich mich an sie erinnert mich an irgendwen. Und oh nein, es ist Carola. Was willst du hier? Was machst du hier bei mir zu Hause? Verschwinde. Oh nein, jetzt bin ich wirklich aufgeflogen und sie hat mich erkannt. Ich muss sofort weg. Aber immerhin konnte ich genug Informationen über sie sammeln. Das wird meiner Schwester richtig gut gefallen. Mission completed. Oh, keine Ahnung, was sie hier wollte. Bestimmt führen die wieder irgendwas im Schilde. Also eine Babysitterin ist sie auf jeden Fall nicht. Oh, wisst ihr was? Das ist mir sowas von egal. Ich brauche einen Fencheltee. Also ich fand's richtig klasse, dass sie hier war. Jetzt habe ich nämlich einfach eine neue, richtig coole Frisur. Und Emily, hast du dich schon eingelebt in Playmobil City? Wie gefällt's dir denn so? Also mir gefällt's richtig gut. Wir haben ein neues Haus hier und ich habe ein richtig tolles Zimmer. Oh, cool, ein neues Zimmer. Hast du eigentlich auch Haustiere? Nee, leider nicht. Ich hätte total gerne welche. Hast du welche? Also ich habe mein Kaninchen, das heißt Pia. Genau wie meine beste Freundin. Naja, und zwei Katzen haben wir auch noch. Reden die da? Aber die verstecken sich immer. Warum darf ich denn nicht neben Emily sitzen? Danke, Hannah. Habe ich gerade meinen Namen gehört? Ja, ich glaube schon. Ich bin der Richie. Kennst du mich? Oh Mann, Richie ist immer so nervig. Ach, Emily, mach dir nichts draus. Hör ihm einfach gar nicht zu. Oh, Hannah, lass doch mal Emily in Ruhe. Außerdem sollst du mit mir die Plätze tauschen. Zieh dich an meinem Zopf. Was soll das, Richie? Warum machst du das? Du kannst doch nicht einfach an meinen Haaren ziehen. Und außerdem, lass Emily in Ruhe. Die ist neu hier. Die brauchst du nicht auch nerven? Hey, Kids. Also, good morning. Was ist denn wieder mit euch los? Hey. Ups, hey, Mr. Handsome. Ich habe gar nicht gemerkt, wie sie reingekommen sind. Naja, gut. Ich habe gesehen, wir haben eine neue Schülerin. Emily musst du sein, richtig? Hey, good morning. My name is Emily. Nice to meet you. Was? Die kann doch noch Englisch? Oh, wehe, Mr. Handsome mag die mehr als mich. Kann ich irgendwie nicht ausstehen. Oh, very good, very good. Können wir dann alle vielleicht mal kurz das Workbook rausholen? Kinder. Der Englischunterricht ist wirklich ganz anders als auf meiner alten Schule. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ja, Mr. Handsome ist ein ganz cooler Lehrer, oder? Was? Habe ich das gerade richtig gehört? Du musst dich von Mr. Handsome fernhalten. Der ist übrigens verheiratet. Und wenn, mag ich ihn viel mehr als du. Bitte was? Mr. Handsome, der interessiert mich gar nicht. Warum sollte ich mich für einen Lehrer interessieren? Oh Mann, Pia, jetzt ist aber mal gut. Also, wer interessiert sich denn für Lehrer? Du bist die Einzige, die ich kenne. Und Emily ist echt nett. Ich wollte das nur klarstellen. So, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt einfach gemeinsam in die Pause gehen? Zu dritt? Ey, das ist eine gute Idee. Und Pia, wir haben uns ja noch gar nicht richtig kennengelernt. Okay, na gut. Dann will ich mal nicht so sein. Was hörst du eigentlich gerne für Musik, Emily? Ich höre gerne One Direction. Und ich habe übrigens ganz viele Brote dabei. Die kann ich mit euch teilen. Das ist viel zu viel, das schaffe ich nicht. Also ich werde auf jeden Fall eins nehmen und One Direction mag ich auch. Diese Emily, die geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Wo ist... Ach, da sitzt sie ja. Und? Lecker. Schmeckt gut. Was ist denn da drauf? Ist das Käse? Zum Glück habe ich im Internet so eine Anleitung für einen Liebestrank gefunden. Also das Internet hilft mir manchmal echt weiter. War auch ziemlich einfach, das Rezept. Bisschen Orangensaft, Apfelsaft, Zimt und Zucker. Und dann soll sich das Mädchen in mich verlieben. Ganz einfach. Aber wie stelle ich das nur an? Sie muss ja irgendwas trinken. Also, ist sie denn durstig? Ich weiß es nicht. Wie soll ich das nur machen? Die Pause mit euch, die war echt cool. Vielleicht können wir jede Pause miteinander verbringen. Ja, wir könnten uns auch mal zu dritt verabreden. Es gibt ja jede Menge hier zu erleben in Playmobil City. Was haltet ihr davon, wenn wir mal zusammen in den Aquapark gehen? Ja, das ist eine richtig gute Idee. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Emily, ich hab ein bisschen... Hast du vielleicht Durst?
Oh Mann, was wird das schon wieder von der Aktion von Richie? Was soll das? Richie, das ist wirklich nett von dir, aber ich habe gerade was getrunken. Also ich bin nicht durstig, aber echt lieb. Aber probier doch mal. Das ist wirklich lecker. Hab ich selbst gemacht. Ja, Do-it-yourself-Getränk. Das ist wirklich sehr nett von dir. Ich bin aber wirklich nicht durstig. Do-it-yourself-Getränk? Hat er das extra für mich gemacht? Oh, puh, ist das hier heiß, Kinder. Richie, habe ich das gerade richtig gehört? Du möchtest dein Getränk loswerden? Dann nehme ich das. Ich nehme das gerne, wirklich. Ich bin am Kollabieren fast. Oh, lecker. Oh, was ist das? Es schmeckt gut. Ja, aber Frau Zahn, nee, das war nicht für Sie. Oh Gott, nein. Also, ich weiß nicht, was das war, aber es hat echt wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Und mir wird irgendwie auf einmal so ganz warm ums Herz. Ach. Na gut, Kinder, dann starten wir am besten direkt mit dem Unterricht. Ich werde mal nach vorne gehen. Aber erstmal vielen herzlichen Dank, Richie, für das leckere Getränk. Das muss doch jetzt nicht sein. Frau Zahl, die verhält sich irgendwie ein bisschen komisch. Warum umarmt die denn jetzt Richie? Was war das wohl für ein Getränk? Da steht gar nichts drauf. Do-it-yourself-Getränk hat er gesagt. Also ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber irgendwie habe ich Schmetterlinge im Bauch. Ach Pia, was ich dir sagen wollte schon immer. Du bist wirklich ein ganz, ganz tolles Mädchen. Zuckersüß und diese Haare, oh, goldig. Oh Gott, nein, warum musste Frau Zahl das trinken? Das war für Emily. Ich will auch keine Lehrerin heiraten. Nein. Oh, Dave, guck mal, also Frau Zahl ist heute irgendwie ein bisschen komisch drauf. Jetzt umarmt sie sogar noch Pia, okay? Ach, ihr seid wirklich alle total knuffig. Ich möchte euch unbedingt alle umarmen. Ach, free hugs, free hugs. Ach, Anna, du musst dich jetzt wirklich mal zusammenreißen. Ich wollte doch den Unterricht starten. Also gut, Kinder. Also eigentlich wollte ich doch hier was anschreiben mit den Hausaufgaben, aber wieso male ich denn jetzt die Herzen hier ran? Was ist denn mit Frau Zahl los? Warum malt ihr denn Herzen an? Steht da wirklich, ich hab euch lieb? Das kann doch nicht wahr sein. Ach, Luisa, was ich dir schon immer sagen wollte. Du hast wirklich ganz, ganz zauberhafte Sommersprossen. Die stehen dir echt gut. Danke? Ach, und Pia, die habe ich ja gerade schon gesagt. Du bist wirklich ein ganz, ganz niedliches kleines Mädchen. Ach, und Hannah, ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wie schlau du bist und intelligent und ach, wie toll du Mathe kannst. Ach, und Emily, wir kennen uns zwar noch nicht so gut, aber du hast wirklich ein ganz, ganz süßes Kleid an. Das steht dir sehr, sehr gut. Ach, und John, seitdem ich dich kenne, habe ich ein wirkliches Fable für Delfine. Damit hast du mich angesteckt. Danke dafür. Ach, und Dave, du bist wirklich ein ganz, ganz höflicher Junge. Ich bewundere dich. Aus dir wird sicher mal ein ganz, ganz toller Zahnarzt. Ach, und Richie, nur zu dir. Du bist einfach so großzügig und ich weiß auch nicht, du hast mir dieses wunderbare Geschenk gemacht, dieses Getränk und ich fühle mich einfach großartig seitdem. Ach, Kinder, wie kann ich euch nur danken? Ihr seid einfach so toll und ich würde sagen, wir machen heute keinen Unterricht. Ihr habt alle eine Freistunde, Mathe fällt aus. Ach, es ist so tolles Wetter draußen. Geht doch raus auf den Pausenhof und habt ein bisschen Spaß. Oh Mann, das mit dem Liebestrank war aber keine... Doch, das war eine super Idee. Wir haben jetzt frei. Klasse. Das ist wieder echt typisch. Chaos in unserer Schule. Was ist mit Frau Zahl los?